darf Sie heute alle recht herzlich im Namen des Studierendenrates begrüßen. Mein Name ist Lisa Zinn-Ebner, ich bin Vorständin der Verfassten Studierendenschaft der Uni und somit auch Vertreterin. Und ich werde euch und Sie heute durch den Abend begleiten. Genau, ich würde ganz kurz was zu dem Ablauf sagen. Ich werde am Anfang noch eine kleine Zusammenfassung der Situation geben und dann kurz die Rednerinnen vorstellen, die hier vorne mit mir sitzen. Und dann kommt eine kleine Fragerunde und danach gibt es die Möglichkeit einer offenen Fragerunde, wo ihr und sie noch Fragen stellen können. Genau, also aufgrund der schwierigen Situation auf dem Freiburger Wohnungsmarkt hat der Gemeinderat mit nur 4 Gegenstimmen beschlossen, in Freiburg einen neuen Stadtteil zu bauen, den Stadtteil Dietenbach. Und dieser soll etwa 4 Kilometer westlich der Innenstadt entstehen, zwischen dem Stadtteil Rieselfeld, der Besançon-Allee, dem Zubringer Mitte und der Zifferstraße zum Rundenhof. Namensgeber ist der Dietenbach, der durch diesen Bereich fließt. Durch diesen Stadtteil soll die Stadt erweitert werden. Sehr schnell kam es dann aber zu kontroversen Meinungen gegen den Bau eines neuen Stadtteils auf besagtem Gelände. Und dann hat sich eine Bürgerinitiative gegründet. Diese hat mit 10.000 Stimmen für einen Bürgerentscheid stimmen können am 24. Februar, und darum soll es auch heute gehen. Die Frage, die von allen Freiburger und Freiburgerinnen zu beantworten sein wird, lautet: Soll das Dietenbach-Gelände unbebaut bleiben? Bei der studentischen Vollversammlung am 12. Dezember wurde auch intensiv über das Thema Dietenbach debattiert, und dies nehmen wir auch heute zum Anlass, um speziell aus studentischer Sicht mit der Thematik Dietenbach auseinanderzusetzen. Zunächst wollen wir jedoch auf den Ursprung der Problematik eingehen und über die Wohnraumsituation in Freiburg im Allgemeinen sprechen. Na, ich darf heute begrüßen den Herrn Wulf Gasekind, Stadtplaner der Stadt Freiburg. Er war Stadtplaner. Dann darf ich begrüßen Frau Caroline Jenkner der CDU-Fraktion als Vertreterin aus dem Gemeinderat. Manfred Gröber von der Bürgerinitiative Rettet Dietenbach. Christian Kröper, den ich als Stimme der Studierenden, den ich heute der Einfachheit habe und das nicht zur Verwechslung kommen kann, mit Chrissy ansprechen werde. Und den Herrn Clemens Metz, der Geschäftsführer des Studierendenwerks, als Vertreter des größten Anbieters für Wohnraum für Studierende in Freiburg. Genau. Ich würde dann jetzt auch mit der ersten Frage von Anfang. Herr Dasekin, wie schätzen Sie denn die momentane Miet- und Wohnungslage in Freiburg ein und welche Chance bietet denn ein solcher Stadtteil? Also Frau Zinn-Ebner, das ging wieder weg, lassen wir es jetzt mal liegen. Zunächst einmal muss ich noch etwas gerade stellen. Ich bin hier nicht als Stadtplaner. Ich habe das 30 Jahre lang in der Stadt gemacht, die Handschrift Bahnhofsbereich Rottekring, der Bereich auch Rieselfeld und Vauban und auch das Seeparkgelände tragen so meine Handschrift. Der Punkt ist, ich bin jetzt hier Professor, Honorarprofessor in der Soziologie, in der Stadtsoziologie, habe diese Funktion hier bekommen, weil wir im Rieselfeld richtungsweisende Entwicklungen im Bereich der soziologischen Strukturen entwickelt haben, die in weiten Bereichen noch ziehen, in einigen Bereichen aber auseinandergegangen sind. Darüber können wir auch sprechen. Will ich aber jetzt nicht tun, vielleicht im Rahmen der Diskussion. Und ich bin hier, um einfach ein paar Positionen klarzustellen, die das, den Bereich des Planens und Bauens darstellen, aber ohne den Kollegen hier noch in irgendeiner Form reinzufuschen. Wer draußen ist, ist draußen. Das bin ich auch. Ich bin also hier in der Soziologie und habe eine Professur in London für den Bereich Stadtplanung. Um es ganz kurz vorweg zu sagen, das Thema des Bauens ist in Freiburg ein ganz entscheidendes. Es ist nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern es ist ein sozialer Faktor. Und ich spreche mich aus für eine behutsame Weiterentwicklung dieser Stadt. Sie kommen im Bereich der Innenentwicklung nicht klar, darüber werden wir uns gleich unterhalten. Die Erfahrung habe ich auch. Die Kernfrage ist nur, wo geht dann die Stadt hin und kann man das, was im Prinzip jetzt politisch von allen Seiten gesagt wird, kann man das tatsächlich in diesem Gebiet auch erreichen? Und ich sage Ihnen noch zu Anfang vielleicht folgenden Punkt.
Ich finde es wahnsinnig gut, dass ein junger Oberbürgermeister sich des Themas Wohnen angenommen hat. Ein Kernthema, was in weiten Bereichen dem freien Markt überlassen wurde. In weiten Bereichen, als man merkt, es wurde krumpelig, da hat man dann über die Stadtbau ein paar Sozialwohnungen dazugebaut. Stadtplanung heißt, die Zufallsentscheidung durch eine Strategie belegen, eine Langfristigkeit hineinzupacken und tatsächlich die notwendigen Mischungen, die da sind, neben jungen Leuten, neben älteren Leuten, neben vermögenden Leuten, neben denjenigen, die Förderbedingungen in Anspruch nehmen müssen, tatsächlich einen homogenen und starken Stadtteil zu bauen. Und das in einer Situation, die bekannt ist und über die, ich glaube, wir nachher noch sprechen sollten. Vielleicht folgenden Punkt zu Anfang noch, damit will ich dann auch aufhören. Es gibt eine ganz neue Untersuchung von einem Wirtschaftsinstitut, das besagt, im Prinzip dürften 27%, ich bin jetzt mal großzügiger, 30% des Einkommens in den Bereich des Wohnens hineinfließen. Das heißt, wenn Sie das mal sehen, dann sind Sie in Frankfurt zurzeit bei den Neubauten, immer Neubauten bezogen, auf 40,7%, in Kiel bei 36,4%, in Berlin bei 41,5%. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, was hier in Freiburg ist, aber der Markt ist völlig daneben. Die Kernfrage ist, wie kriegt man den Markt tatsächlich reguliert? Und da sage ich deutlich, die freie Wirtschaft wird das, den Wohnungsbau, nicht richten, sondern es müssen andere Modelle auf den Tisch. Das ist mein Einstieg und darüber können wir nachher im Detail auch reden. Entscheidend ist klipp und klar eine Weiterentwicklung. Freiburg ist bekannt, ich selbst reise durch diese Entwicklungsgebiete, die ich vorhin genannt habe, über den Stühlinger, da habe ich früher gewohnt, war ein Scherbenviertel, das haben wir völlig umgebaut an der Stelle, gehört heute zu einem der, sagen wir, attraktivsten Quartiere, allerdings auch mit den Mieten, die dort angesetzt worden sind, wo sie aber eine gute Mischung auch zwischen sozialem Wohnungsbau oder gefördertem Wohnungsbau und freifinanzierten Wohnungsbau haben. Das wissen Sie und das kennen Sie ja alle. Der Kernpunkt ist dabei, wie kriege ich eine Stadtentwicklung in der Weiterentwicklung unter Einbindung der Ökonomie, der Ökologie und der sozialen Frage, also dieses Dreiecks, des magischen Dreiecks, was wir ja mal entwickelt haben, wie kriege ich das in dieser Stadt auf die Reihe? Ob das Dietmar leisten kann, ich glaube, darüber sollten wir nachher noch im Detail reden. Das ist erstmal mein Einstieg. Danke. Vielen Dank und entschuldige die Missverständnisse. Ich würde auch gleich weitermachen mit der nächsten Frage. Ja, Frau Jenkner, wie haben Sie denn den Planungsprozess bisher erlebt? Also vor der Planung war ja noch die Entscheidung, und ich glaube, es ist ganz wichtig, vielleicht auch nochmal zu erläutern, wie wir überhaupt zu der Entscheidung gekommen sind. Also Freiburg ist eine beliebte Stadt, Freiburg ist wirtschaftlich gut aufgestellt, wir haben viele Leute, die gerne hierher kommen, man nennt uns auch eine Schwarmstadt, weil Menschen hier gerne leben wollen, aber wir haben ein großes Problem, und zwar Freiburg ist wahnsinnig teuer. Freiburg ist eine der teuersten Städte Deutschlands. Und wie Herr Dasiglin gerade schon ausgeführt hat, ist vor allem das Verhältnis des Anteils für Wohnkosten im Verhältnis zum Lohn in Freiburg sehr, sehr unverhältnismäßig. Und das Problem ist nicht neu, es ist schon sehr, sehr lange bekannt und schon im Flächennutzungsplan 2002 bis 2006 hat man verschiedene Flächen gesucht, wo wir neu bauen können, wo die Stadt auch neu bauen kann. Und man hat es lange versucht, in der Innenentwicklung zu machen, also in der Nachverdichtung, weil uns allen klar war, wir suchen uns jetzt nicht die größte Wiese aus, auf der man bauen kann, um viele neue Wohnungen zu bauen, sondern wir schauen erstmal, ob wir es verträglich noch machen können, auf, ohne zu viel Flächenverbrauch. 2002 war aber irgendwie dann klar, bei den Prognosen, die wir gesehen haben für die Bevölkerungsentwicklung in Freiburg, bei den steigenden Geburtenraten, bei den vielen Menschen, die hier wohnen und arbeiten möchten, dass es nicht ausreichen wird, nur nachzuverdichten. Weil Sie müssen sehen, man hat das Problem, die Quartiere wachsen nicht in dem Maße mit, wie wir nachverdichten. Die Menschen, die herziehen, brauchen Kita-Plätze, Schüler wollen in die Schule gehen, es braucht Infrastruktur anderer Art, man möchte ja auch noch Grünflächen und Naherholungsbereiche in den Quartieren haben. Und so haben wir uns dann 2012 entschieden, mit einer Mehrheit im Gemeinderat, als Gemeinderat einen neuen Stadtteil vorzuschlagen. Und wie Sie alle wissen, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele große Flächen in Freiburg, wo das noch einfach möglich ist, war dann der Vorschlag eben dieses Dietenbach-Gelände. Wir haben uns das nicht leicht gemacht, weil es ist natürlich, sage ich mal, eine schwierige Entscheidung gewesen. Es bedeutet, dass wir einiges an Fläche versiegeln. Es bedeutet auch,
dass landwirtschaftliche Flächen verloren gehen und das war eine schwierige Entscheidung. Aber wir haben uns in einem Abwägungsprozess, wo wir ganz klar den hohen Bedarf im Wohnraum vor allem als eine soziale Frage sehen, dafür entschieden, diesen neuen Stadtteil auf den Weg zu bringen. Und inzwischen ist es so, dass 43 von 48 Gemeinderäten hinter diesem Stadtteil stehen. Mein Kollege Simon Wallenspohl war auch gerade noch da. Also es ist tatsächlich ein sehr, sehr überparteiliches Bündnis, das durch alle politische Richtungen geht, weil wir erkannt haben oder es für wichtig halten, dass bezahlbarer Wohnraum als Grundrecht entstehen kann. Und wir glauben, dass wir das in Dietenbach, im Quartier machen können, sodass auch Freiburg an den anderen Stellen sein Gesicht behält, dass wir nicht alles zu eng bauen. Wir werden nachher noch die möglichen Alternativvorschläge hören, da kann man vielleicht nochmal drauf eingehen, die für uns keine sind, Dachgeschossaufbau etc. Da kann das Quartier nicht mitwachsen. Die Autos müssen ja irgendwo stehen und so gab es 2012 eben diese Einbringung, den Entschluss und dann ist natürlich klar, es gibt nicht irgendeinen Entwurf, sondern es gibt ganz viele Anforderungen an das Quartier. Es sollte möglichst wenig Fläche verbraucht werden, das heißt, auf diesen 108 Hektar werden nur 50 Hektar tatsächlich bebaut. Das heißt, wir versuchen kompakt zu bauen und die vielen anderen Aspekte, ich weiß nicht, ob jemand nachher noch tiefer darauf eingehen möchte, aber da kann ich gerne auch noch was dazu sagen. Es ist natürlich wichtig, dass es ein Viertel ist mit einer hohen Lebensqualität und wir glauben, dass wir mit dem Stadtteil Freiburg sehr, sehr positiv weiterentwickeln können und genau in diesem gesunden und auch schönen Maß wachsen können, wie wir es für richtig. Vielen Dank. Ja, ich hätte dann auch noch mal eine Frage an Herrn Dasekin. Halten Sie denn die Nachverdichtung und die Aufstockung für eine umsetzbare Alternative für das Wohnraumproblem? Das kann man relativ einfach aus der Erfahrung dieser 30 Jahre, kann ich Ihnen das mitteilen. Wir haben immer die drei Säulen gefahren. Unser Verdichtungsgebiet damals war der Bereich Betzenhausen-Bischofslinde, wo wir um den Seepark, der ja damals völlig fremd war, ein völlig neues Quartier geschaffen haben vorher. Von Ihnen kennt das, glaube ich, keiner oder einige kennen das. War das so das Nachtdenkenquartier. Es war weder Straßenbahn da noch sonst irgendwas. Da haben wir also die Verdichtung angefangen in einem vertretbaren Maß, wo wir Ökonomie und Ökologie zusammengebracht haben, auch mit den unterschiedlichen Wohnformen. Wir haben auf der zweiten Säule auch den Bereich der Nachverdichtung in den Parzellen gemacht. Dafür gibt es Beispiele von der Viere angefangen über Waldsee. Das können Sie überall, Sie können durch die Stadt gehen. Das macht vor Herder nicht halt etc. In dem, sagen wir mal, behutsamen Maße. Das Thema war, dass Sie dort natürlich auf Parzellen im Privatbereich stoßen und keinen Zugriff haben. Da kommt man auf eine ganz entscheidende Frage. Wer Planung steuern will, das ist keine Neuigkeit. Wer Planung steuern will, braucht im Prinzip den Zugriff auf den Grund und Boden. Sie wissen alle, die Bodenreform hat nicht stattgefunden, Anfang der 50er Jahre, und die wird auch nicht stattfinden. Aber der entscheidende Punkt ist, und das hat sich aus dem Bereich des genossenschaftlichen Bauens, aus der Gartenstadt entwickelt, genossenschaftliche Bauern hergestellt, sie brauchen Zugriff auf Grund und Boden. Und jetzt kommen wir nochmal zum Dachausbau. Natürlich können Sie im Dachausbau die eine oder andere Größenordnung rauskriegen. Wir haben das auch bezogen auf die Jahre, sind wir bei 120 bis 150 Wohneinheiten, sind wir so in etwa rausgekommen. Das heißt, das große Gros ist rein rechnerisch vorhanden, rein rechnerisch. Aber es ist nicht vorhanden in der Umsetzung. Es gibt weder eine rechtliche Möglichkeit, das auf den Tisch zu hauen, und es gibt auch keinen Zwang, auf den Eigentümer dazu zu verpflichten. Und es kommt ein weiterer Punkt hinzu. Wenn der Eigentümer derartige Maßnahmen macht, dann müssen Sie erstmal gucken, dass ob überhaupt die Bebauung aus den 50er Jahren sowieso nicht, aber aus den 60er und 70er Jahren es statisch überhaupt zulässt, das ist der eine Punkt. Und jetzt überlegen Sie auch mal, wenn das denn Eigentümer macht, mal unabhängig von den ganzen Behinderungen innerhalb des Hauses, Sie müssen ja mit Leitungen, mit allem kreuz und quer müssen Sie ja da durch, haben Sie im Prinzip auch keine Regelung bezogen auf die Miethöhe. Ja? Also zu sagen, ich mache das, kann ich Ihnen als Fachmann sagen, das ist das immer wieder geführte Argument, damit knacken Sie die Problematik nicht. Und über den Bereich der Problematik müssten wir nachher mal reden. Das Thema ist, wir haben drei Gruppen, im Wohnungsbau bin ich, glaube ich, sehr, sehr fit. Wir haben drei Gruppen von Bevölkerung, die zu versorgen sind. Die eine Gruppe ist diejenigen, die auf staatliche Förderung angewiesen sind. Das ist die Gruppe, die versorgt werden muss, wenn denn staatliche Gelder da sind.
Jetzt gebe ich Ihnen einfach mal eine Größenordnung an, damit Sie mal so ein Gespür bekommen für das, was machbar ist. Sie wissen ja, die Bundesrepublik spricht davon, hat es ja nicht entschieden bisher, spricht davon, 3 bis 4 Milliarden Euro bereitzustellen für den Wohnungsbau. Wir wissen aber auch, dass unheimlicher Nachholbedarf da ist. Ich habe das mal hochgerechnet mit meinen Studenten mit einem bestimmten Schlüssel. Das hieße auf Freiburg, wenn alles gut geht und zu dem Zeitpunkt auch das Baurecht vorhanden ist, kämen vielleicht 220 Wohneinheiten aus diesem Förderungspott nach Freiburg. Mehr ist da nicht drin. So. Der zweite Punkt ist, das neue Programm, was sich darstellt, das ist ein Förderungsprogramm, das gestern im Bereich des Konzerthauses falsch genannt worden ist in der Zahl. Das heißt, Leute, die verheiratet sind mit einem Kind und nicht mehr als 57.000 Euro verdienen, haben Zugriff auf ein bestimmtes Programm, von dem man im Augenblick spricht, es ist noch gar nicht da. So. Das ist also diese Marge. Dann gibt es, jetzt springe ich mal ganz nach außen, dann gibt es die Leute, die sich im Prinzip, sag ich mal, alles leisten können. Der Wohnungsbau im Bereich der Straße, wie heißt die hochgeht, da Richtung Gundelfingen, Bauträger, Bauter, da sind sie jetzt bei 7.500 Euro. Das kann sich ja nur der leisten, der tatsächlich was verbrät in dem Bereich, da kommt keiner von Ihnen an. Aber dann haben Sie eine große Marge und das ist das, worum ich mich kümmere. Das sind diejenigen, die jetzt außerhalb dieses Topfes liegen, also der junge Akademiker, unabhängig von studentischen Wohnungen, der junge Akademiker, der fertig ist, im Prinzip beim Fraunhofer Institut arbeitet, die Frau ist Kindergärtnerin, sie haben ein Kind, die arbeitet halbtags, die kommt aus diesen 57.000 Euro raus, die verdient im Prinzip, sagen wir mal zusammen, verdienen die 70.000 Euro. So, dann müssen Sie die Steuern abziehen und dann müssen Sie mal sehen, dann müssen Sie dagegenstellen, was kostet der Quadratmeter bauen heute? Das ist die eine Marge, da können wir mal drüber reden, dann kann ich Ihnen auch das Rechenbeispiel relativ schnell an die Wand zeichnen. Was kostet der Quadratmeter bauen heute netto und was kostet der Grundstücksanteil? Da stellen Sie dann sehr schnell was fest, im Bereich des Bauens können Sie die Baupreise wenig minimieren. 5% nach unten, 5% nach oben. Ich warne auch davor, da irgendwelche ökologischen Standards da sausen zu lassen. Und wenn Sie beispielsweise sagen, Sie könnten runtergehen in dem Bereich auf die 2.900 Euro, dann brennt es aber schon. Und es kommen jetzt 6% am 1. April in der Bauindustrie, die Zunahme dazu, haben Sie das sofort wieder aufgefressen. Also die Variable, die drin sitzt, um Finanzierbarkeit herzukriegen, ist immer der Bereich des Grundstückes. Und darüber kommen wir dann gleich mal zu sprechen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der einen entscheidenden Faktor ist, ob das, was an Programmen da ist, mit den Daten, die vorhanden sind, ob das tatsächlich tragfähig sein kann und ob es das gibt, wovon alle sprechen, ob das tatsächlich umsetzbar ist. So, ja, erstmal. Gibt es dazu Fragen? Ja. Bitte. Sprechen Sie jetzt von Erwerb von Wohnungen oder von Mietwohnungen? Ich spreche zunächst erstmal von dem Bereich Bauen etc. und dann können wir es nachher umtragen auf den Bereich Veräußerung und wir können es auf den Bereich auch mieten. Und ich finde, der Mietbereich ist genau ein Faktor, der in Freiburg massiv unterstützt gehört für gerade jüngere Leute, für diejenigen, die aus dem Studium fertig sind, für denjenigen, der beispielsweise bei der Presse arbeitet und seine Frau arbeitet in der Klinik als Pflegerin etc. Das heißt, die können gar kein Eigentum erwerben, wenn sie nicht das Eigenkapital, das Grundkapital haben. Und darüber lassen wir uns nachher mal reden. Ja, bei den 57.000 Euro. Das ist ein neues Programm, was aufgelegt werden soll. Das sind die Einkommensgrenzen für eine sozial geförderte Wohnung, die man hat. Ja, genau. Das ist ein Programm, was neu aufgelegt werden soll. Bisher geht es aber um Miete und Einkommen. Geht um Miete. Also, wir können das aber nachher nochmal aufdrüsseln. An der Stelle bin ich, glaube ich, relativ fit. Der Punkt ist dabei, dieses Programm soll aufgelegt werden, weil man erkennt, dass im Bereich des unteren Segments, also der Sozialhilfeempfänger, in denen es ja auch brennt, da brennt es ja, sind ja wahnsinnig viele auf der Datei und auf der Karte, da haben sie Anspruch auf eine Wohnung, wenn dann die Kohle da ist und das Land auch da ist. So. Und jetzt kommen so diese, und das Land da ist und damit die Wohnung. Jetzt kommt aber der Punkt. Den haben wir damals, und da bitte ich Sie einfach auch mal zu überlegen, wir haben damals gesagt, was ist denn eigentlich ein stabiles Quartier? Wie kann man ein stabiles Quartier aufbauen?
und sind damals zu der Auffassung gekommen und sind damit ja auch mit Preisen überschüttet worden für den Bereich Riesenfeld. Wir haben ein Drittel Geringverdienende, darin sind auch beinhaltet diejenigen, die staatliche Förderung kriegen, ein Drittel den normalen Wohnungsbau und ein Drittel den hochpreisigeren Wohnungsbau. Jetzt ist Folgendes passiert dabei und das ist das richtig Blöde. Man hat damals, um den mittleren Block zu finanzieren, hat man Programme in Anspruch genommen. Man hat gesagt, der Privatmann baut, nimmt für den Bau der Wohnung, nimmt er Gelder in Anspruch, die das Land zur Verfügung gestellt hat. Dafür musste er seine Wohnung für 10, 12 oder 15 Jahre, je nach Programm, für einen bestimmten Zinssatz zur Verfügung stellen. Nach den 15 Jahren maximal lief diese Bindung aus und dann passierte dieser Erfolg in Gänsefüßchen, dass im Prinzip die Mieten auf den Bereich der Normalmieten angestiegen sind, das heißt der Vergleichsmieten. Es gab einen Sprung da drin, die Leute konnten ihre Wohnung nicht mehr halten. Und der zweite Punkt ist gewesen, und das ist jetzt auch entscheidend, die Leute, die damals die Wohnung gekauft haben, haben im Prinzip den Zuschuss mitgenommen. Sie haben im Grunde genommen dann auf Eigenbedarf geklagt und die Wohnung dann hinterher fast fürs Doppelte verkauft werden. Also zweimal mitgenommen. Und sowas darf nicht passieren. Ich glaube, bevor wir jetzt irgendwie ins Zwiegespräch übergehen, machen wir erstmal ein bisschen weiter. Wir haben ja auch nachher noch die offene Frage. Ne? Genau, das hatte ich jetzt auch gleich gesagt. Bitte merken Sie sich einfach die Fragen für später, sonst zieht sich das Gespräch jetzt ziemlich in die Länge. Aber vielen Dank für die Frage und die Antwort. Ja, Herr Gröber, ich hätte auch eine Frage an Sie. Als Vertreter der Bürgerinitiative, wo sehen Sie denn die Probleme und Risiken bei der Stadtplanung und wie schätzen Sie denn die Alternativmaßnahmen ein? Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich würde gerne bei der Beantwortung der Frage dort einsetzen, wo die Überlegungen ihren Ausgangspunkt genommen haben, nämlich ist der neue Stadtteil geeignet, das Problem Mangel an bezahlbarem Wohnraum zu lösen. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Das ist aus verschiedenen Gründen nicht der Fall. Ich will mich jetzt hier nur auf eine Sache beschränken und dann noch die anderen Dinge nennen, die da auch wichtig sind. Aber das ist, glaube ich, das Zentrale. Wenn Sie eine Maßnahme haben und sie wird nicht das leisten, was sie verspricht, dann ist sie ungeeignet und dann muss man nach anderen Lösungen Ausschau halten. Herr Dasekinger hat eben angesprochen, dass die Grundstücke eine relevante Größe sind, also insbesondere der Grundstückspreis. Und wenn man in die Broschüre, die in dem Zusammenhang rausgegeben wurde, schaut, dann liest man da, dass sich die städtische Seite darüber beklagt, dass die Grundstückspreise extrem angestiegen seien. Hier gibt es einen Kasten auf Seite 4, da steht, der ist überschrieben mit Zahlen und Fakten zur Wohnungsnot. Dann ist gleich der erste Eintrag, starker Anstieg der Kauf- und Bodenpreise. Erster Eintrag, Grundstückspreise für Mehrfamilienhäuser um ein Drittel von 566 Euro pro Quadratmeter im Jahr 2008 auf 747 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Also, man ist der Meinung, dass 700 irgendwas Euro deutlich zu teuer ist, plant aber mit Grundstückspreisen von über 1000 Euro in Dietenbach. Ich glaube, das zeigt sehr eindrücklich, dass das kein Weg sein kann. Bedeutet einfach, es ist keine Lösung. Dazu kommen eben die ganzen Probleme, sozusagen die Kröten, die man da schlucken muss auf dem Weg dahin. Erstens muss man über sämtliche ökologische Bedenken hinweggehen und sagen, dass diese Fläche größtenteils versiegelt wird. Man wird die Landwirtschaft einebnen müssen, gegebenenfalls wird man Landwirte enteignen, aber vor allen Dingen profitieren wir ja auch von den Lebensmitteln, die dann auf Märkten angeboten werden. Finanziell ist das Ganze alles andere als gesichert. Das, was ich jetzt eben vorgetragen habe, da würde jemand von städtischer Seite bestimmt widersprechen und sagen, naja, so ganz genau wissen wir das noch gar nicht. Das, finde ich, macht es nicht besser, das macht es eher schlimmer, denn wenn die Zahlen noch nicht mal feststehen, dann sind mir die schlechten Zahlen noch lieber als gar keine Zahlen. Und in der Perspektive ist auch deswegen keine Lösung, weil man aus der Vergangenheit lernen kann, dass Landwasser das Wohnungsproblem nicht gelöst hat, Weingarten nicht, Rieselfeld nicht, Vauban nicht. Und dann müsste man sich die Frage stellen, warum es bei Dietenbach nun anders sein soll. Also, es ist keine Lösung, das kann man mit einiger Analyse feststellen. Es ist Teil einer Wachstumspolitik und es ist, Frau Jenkner, da widerspreche ich Ihnen ganz vehement, kein gesundes Maß, eines der größten Neubaugebiete auf die grüne Wiese zu setzen in ganz Deutschland. Das ist kein gesundes Maß, das ist Teil einer expansiven Wachstumspolitik, die hier fortgesetzt werden soll. Und das ist insbesondere deswegen ein Skandal, weil die Prognosen es gar nicht hergeben.
Und weil die Berechnungsgrundlage sehr zweifelhaft war, 2012 überhaupt auf die Reise zu gehen, einen neuen Stadtteil zu planen. Denn beispielsweise die Wohnflächenzunahme pro Kopf, die eingerechnet wurde anfangs, die mittlerweile nicht mehr drin ist, aber das war der Stein des Anstoßes, da ging es darum, dass man davon ausgegangen ist, dass jeder Freiburger und jede Freiburgerin pro Jahr 0,2 Quadratmeter mehr an Fläche benötigt. Das führt zu über 800.000 Quadratmetern Fläche auf die Jahre aufaddiert für die gesamte Einwohnerschaft. Das macht entsprechend 10.000 Wohnungen à 80 Quadratmeter. Das ist mehr als Dietenbach, das ist nicht viel mehr als eine rechnerische Annahme. Wenn sich das dann gar nicht bewahrheitet, in Wirklichkeit ist die Wohnfläche nämlich leicht gesunken, die der durchschnittliche Freiburger zur Verfügung hat, dann ist einfach der Ausgangspunkt verkehrt. Und alles, was danach kommt, bleibt falsch, auch wenn man dann andere Begründungen sucht und sich das anders zurechtschustert. Und deswegen ist es falsch, mit Rezepten von gestern auf dieses Problem reagieren zu wollen. Vielen Dank. Ich würde es gerne auch seitens der Stadt oder des Gemeinderats ganz kurz ansprechen. Mich würde es interessieren, wie die Stadt denn die Möglichkeiten von Nachverdichtung und Aufstockung geprüft hat. Also ich habe vorher schon gesagt, die Flächen werden alle geprüft. Wir haben neulich die Wendeschleife im Vauban unter den Probeflächen vorgeschlagen bekommen. Also es ist nicht so, als wenn man sich nicht Gedanken machen würde. Also das ist sozusagen das Ende der Fahnenstange, will ich damit sagen, wenn man schon über solche Flächen nachdenkt. Es ist nicht so, als wenn es in der Innenentwicklung so einfach ist. Und wie ich gesagt habe, es gibt natürlich auch viele Probleme in der Innenentwicklung. Ich möchte jetzt noch auf ein paar Argumente von Herrn Gröber auch eingehen. Herr Gröber stellt ja die Prognosen in Frage. Ich glaube, wir müssen aber irgendwie auch damit rechnen, dass nicht nur die Einwohner an sich und auch der Flächenverbrauch des Einwohners da relevant ist, sondern wir haben eine Zunahme an Haushalten. Wenn man sich mal in Freiburg anschaut, 61.000 Menschen in Freiburg wohnen in Ein-Personen-Haushalten. Das ist auch eine andere Entwicklung, als man sich das erwartet hat. Und von daher brauchen wir allein durch diese viel allein wohnenden Menschen mehr Wohnraum und mehr Haushalte. Die Prognosen sind trotzdem steigend. Und ich glaube, wer hier schon mal, ich weiß nicht, wahrscheinlich viele hier in den letzten Jahren eine Wohnung gesucht haben, es ist einfach nicht einfach. Es ist, bei Immobilien Scout gibt es vielleicht 20 Angebote, vieles gibt es noch so unter der Hand, aber wenn man da nicht wirklich lange kämpft mit guten Bewerbungsunterlagen, dann hat man hier als junge Familie, als Arbeitnehmer mit einem mittleren und auch einem geringen Einkommen eigentlich so gut wie keine Chance. Und die Frage ist jetzt natürlich, da kann man sagen, Dietenbach bietet gar keine Antwort und da wird nichts passieren. Aber immerhin haben wir, glaube ich, einen Schritt gemacht, indem man Wohnraum erstellt. Denn, also ich würde trotz allem sagen, der Mietpreis setzt sich aus Angebot und Nachfrage zusammen. Und damit hat man, wie wir in Riesenfeld und Vauban auch die Erfahrung gemacht haben, zumindest mal eine dämpfende Wirkung auf den Mietpreis gehabt. Eine Trendumkehrung wird es bestimmt nicht geben. Aber eins ist natürlich klar, ohne neues Angebot wird auf jeden Fall der Preis steigen, denn wenn wir den Wohnraum verknappen, und das ist, wenn man sozusagen sagt, wir machen erstmal nichts, auf jeden Fall ein relevanter Punkt. Die Alternativen, die immer wieder genannt werden, Dachaufstockung, Nachverdichtung, das sind alles natürlich auch Bausteine, aber die werden nie in dem Maß Wohnraum schaffen, wie wir ihn tatsächlich benötigen. Jetzt wurde ja auch schon angesprochen, es wird dann alles ganz teuer, was da kommt. Und mit dem Grunderwerb, also es, Sie wissen wahrscheinlich oder Sie haben mitbekommen, in Dietenbach gehört vieles des Geländes der Stadt nicht selbst, sondern es gehört den Landwirten. Jetzt kann die Stadt aus rechtlichen Gründen den Landwirten 15 Euro pro Quadratmeter nur bezahlen. Das ist natürlich nicht so wahnsinnig viel Geld und wenn man davon lebt, dann ist man vielleicht auch nicht so geneigt, seinen Grund und Boden zu verkaufen. Wir haben deswegen ein Modell gearbeitet und ein Modell gesucht, wo wir einen fairen Preis zahlen können an die Landwirte, sodass es auch, sag ich mal, für die sich lohnt, da mitzumachen. Und haben mit der Sparkasse ein Modell gegründet, dass wir jetzt 64 Euro pro Quadratmeter an die Landwirte zahlen können. Ich denke, das ist ein deutlich faireres Angebot, als es davor war. Und es führt natürlich auch dazu, dass wir nicht enteignen müssen, zumindest nicht in dem hohen Maße. Bereits 100 Hektar der Flächen sind verkauft, also sind im Eigentum und mit den restlichen Landwirten wird noch, oder Eigentümern muss man eher sagen, so viele Landwirte sind gar nicht Eigentümer, wird noch verhandelt. Und was uns natürlich auch ganz wichtig ist, für die Landwirte dort vor Ort müssen Ersatzflächen gefunden werden. 44 Hektar sind schon gefunden, aber es ist natürlich relevant, dass wir die nicht im Regen stehen lassen. Und jetzt nochmal die Sparkasse, die da mit dabei ist und die verdienen will angeblich. Die Sparkasse wird genauso, wie die Stadt es auch ist, daran gebunden sein, den Miet- und Wohnmix dort entstehen zu lassen, den wir als Gemeinderat beschließen.
Sie haben mitbekommen, das geflügelte Wort in der Stadt ist ja diese 50%-Quote. Für uns ist entscheidend, dass dort bezahlbarer Wohnraum entsteht. Denn wir brauchen keinen neuen Stadtteil bauen, nur um des Bauens willens. Und das ist, glaube ich, im Gemeinderat jedem klar. Wenn wir nicht einlösen können, dass dort bezahlbarer Wohnraum entsteht, dann ist das alles sozusagen nichts. Deswegen wird dort viel öffentlich geförderter Mietwohnungsbau entstehen, aber auch öffentlich geförderter Eigentumswohnungsbau. Herr Daseking hat die Einkommensgrenzen schon erwähnt. Also man bekommt inzwischen mit einem relativ hohen Einkommen auch eine geförderte Wohnung. Und dass uns nicht das Gleiche passiert wie im Rieselfeld, nämlich dass die Wohnungen nach 12 Jahren oder 15 Jahren aus der Bindung auslaufen, werden die Bindungen länger sein müssen. Wir haben jetzt ein kleineres Gebiet entwickelt mit nur, ich glaube, 60 Wohneinheiten. Da hat uns der Investor sogar 60 Jahre Mietpreisbindung zugesagt. Das heißt, das geht. Aktuell ist die wirtschaftliche Lage so gut, dass wir die Mieten und die günstigen Mieten auch längerfristig garantieren können. Und dass das so ist, das hat man auch aus dem Rieselfeld gelernt, muss man das vorher in die Grundbücher schreiben. Also wenn die Grundstücke verkauft werden, wird auch schon damit festgelegt, welcher Miet- und Wohn- und geförderten Mix dort entsteht. Und das hat man in Gutleutmatten so gemacht. Das ist das Gelände neben der Feuerwehr und dort ist auch 50% öffentlich geförderter Wohnraum entstanden. Das heißt, es sind keine leeren Versprechungen, das sind Dinge, die sich umsetzen lassen, die sich gerade in der aktuellen bauwirtschaftlichen Lage sehr, sehr gut umsetzen lassen. Und deswegen sind wir davon überzeugt, dass wir einlösen können, dass es dort bezahlbaren Wohnraum gibt und das ist für uns auch entscheidend. Ein weiterer Aspekt, der irgendwie nicht berücksichtigt wird, wenn man ein größeres Angebot ist, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich habe hier vor 8 Jahren aufgehört zu studieren und in meinem Bekanntenkreis sind sehr, sehr viele, die dann irgendwann als Paar zusammengezogen sind, die 2 kleinere Wohnungen, günstigere Wohnungen freigemacht haben, die dann neu vermietet wurden. Viele meiner Freunde jetzt, die Kinder bekommen, ziehen aber ins Umland, weil ich weiß nicht, wenn man hier mal so schaut, Wohnungen für mit Kind ist relativ schwierig zu finden. Größere Wohnungen sind wahnsinnig teuer. Und wenn man vielleicht noch gerne irgendwie ein kleines Stückchen Garten oder ein Grün drumherum hat, dann ist es eigentlich unmöglich. Und auch da, wenn wir in Dietenbach wieder mehr Angebot haben, dann hat man eben die Situation, es wurde auch in der Empirica-Studie beschrieben, wenn man sozusagen dann beide verdienen, man kann sich ein bisschen mehr leisten als seine Studentenbude, macht man günstigeren Wohnraum frei, der wird neu vermietet, der geht auch in den Mietspiegel ein. Und das ist für uns ja eigentlich auch wichtig, dass auch günstige Wohnungen frei gemacht werden. Die Problematik in Freiburg ist ja so ein bisschen, jeder bleibt in seiner Wohnung. Ich kenne jetzt einige, die wohnen auch noch in ihren Studentenwohnungen, obwohl sie schon längst verdienen, weil sie einfach sagen, wenn ich mich jetzt hochtausche, kriege ich für 300 Euro mehr die gleiche Größe an Wohnung, wie ich sie jetzt bereits habe. Und das bedeutet natürlich, dass die immer noch in den Wohnungen wohnen, in denen sie als Studenten gewohnt haben und sie eigentlich nicht wieder als günstige Wohnung für Studenten freimachen. Und das liegt alles an einem wahnsinnig verknappten Angebot hier. Und wir glauben, die einzige Antwort ist, dass wir eben dieses Angebot schaffen. Und natürlich entsteht in Dietenbach irgendwie nicht morgen neuer Wohnraum, sondern in der Perspektive. Herr Daseking hat gesagt, man hat es natürlich vielleicht in der Zeit auch verschlafen, schon mehr zu machen. Man hätte deutlich früher reagieren müssen. Aber das können wir jetzt nicht mehr ändern. Und ich glaube, für unsere Kinder wahrscheinlich, also in 10, 20 Jahren, und das ist ja auch ein Stadtteil, der wird nicht von heute auf morgen entwickelt, sondern der wird in den nächsten 20 Jahren, 25 Jahren Wohnraum stehen. Unsere Kinder wahrscheinlich sogar können dort dann irgendwann mal ihre Studentenbude haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Ziel und eine große Chance. Und deswegen sollten wir die nutzen. Und die Alternativen in der Innenstadt, die geben nicht das her, was wir brauchen. Ja, Herr Daseking, Sie meinten, Sie möchten etwas dazu sagen. Ich glaube, das ist ja, wir sind ja auf keiner Werbeveranstaltung, sondern wir sind ja auf einer Veranstaltung, wo man Fakten sprechen lassen muss. Und ich kann Ihnen nur sagen, aus meiner Erfahrung in dem Bereich des europäischen Umfeldes, und ich komme wirklich wahnsinnig rum, das sieht immer so aus, dass Sie den Einfluss auf den Bereich, der Grund und Boden muss da sein. Das ist der Kernpunkt Nummer 1. So. Und ich sehe bisher bei allen wohlwollenden Dingen, wenn ich jetzt Stadtrat wäre innerhalb des Apparats, ich bin nicht mehr zuständig für die Planung, aber ich möchte ganz gerne transparent wissen, was gehört wirklich jetzt, was ist im städtischen Besitz bzw. im Landesbesitz, das kennen wir ja, darauf ist Zugriff, was ist im städtischen Besitz und was hat die Sparkasse, und zwar nicht ratifiziert, sondern unterschrieben, was ist da. Jetzt sage ich Ihnen folgenden Punkt dazu. Wir sprachen vorhin darüber, wir sind uns einig in der Thematik bezahlbaren Wohnraum. Sind wir uns einig drin?
Und der Part bezahlbaren Wohnraum können Sie durch bestimmte Modelle, da sprachen wir auch, für diejenigen, die und so weiter, und dann haben wir das Sonderprogramm. Was machen denn diejenigen, Fraunhofer Institut, Frau halbtags Ärztin arbeitet, ein Kind, verdient 70.000 Euro, können sich in Freiburg auf dem Dietenbach-Gelände keinen Bereich des Wohnungsbaus leisten. Ich sage Ihnen auch den Punkt, weshalb das nicht funktioniert. Wir sind jetzt nicht bei dem Modell des Mietshaus-Syndikates. Das sind ja, das sind dann noch Sonderformen. Davon können Sie aber keinen ganzen Stadtteil bauen. Wir sind im Prinzip dort, wo ich sage, der Quadratmeter Grund und Boden, der Quadratmeter Fläche zu bauen, die Nettofläche, die vermietbare Fläche, kostet heute 3.000 Euro. Ich habe jetzt gerade ein Bauvorhaben unten bei Lörrach laufen. Die Bauindustrie ist völlig ausgelastet. Da bin ich bei 4.200 Euro gelandet, den Quadratmeter zu bauen. Jetzt bleiben wir mal bei diesen 3.000 Euro. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt dazu, das ist das Gelände. Und jetzt sind wir genau an der Stelle, wo wir damals als Stadtplaner sagten, und zwar nicht nur ich, sondern als Stadtplaner sagten, ein entsprechendes Pamphlet haben wir auch rausgegeben, wenn ihr bauen wollt, und zwar in dem Sektor, dass die Mieten in irgendeiner Form greifbar sind, geht raus ins westliche Rieselfeld, macht die gerade Linie. Daraufhin ist dann entschieden worden, Naturschutzgebiet etc. Feierabend. Ich bin jetzt kein Mensch, der nachkartet. Ich sage nur, was Sie einfach wissen müssen in der Diskussion, auch in der weiteren Diskussion. Sie haben im Bereich des Dietenbaches nicht nur durch Aufschüttung und dieses Thema mit, da liefere ich was an und das kommt von draußen, das können Sie, aus meiner Erfahrung, können Sie völlig vergessen, wenn Sie was brauchen, kostet das richtig Geld. Sie haben zwei Hochspannungsleitungen, Sie haben Überschwemmungsgebiet, Sie haben den Bereich des Lärmschutzes, Sie haben da drin im Prinzip, sag ich mal, Bedingungen, die das Ganze teuer machen. Dann kostet der Quadratmeter dort um die 1.000 Euro, egal ob jetzt 900 oder 1.100, sagen wir 1.000 Euro. Wenn Sie jetzt ganz einfach den Kalkulatorenstift nehmen und die, sag ich mal, alle sind ja so schnell dabei und sagen, das Thema ist es nicht. Nehmen Sie die 3.000 Euro und 1.000 Euro, es tut mir nicht leid, wir müssen da zum Punkt kommen. Nehmen Sie die 3.000 Euro und die 1.000 Euro vom Gelände, dann sind Sie bei 4.000 Euro. Heutzutage kriegen Sie Bereitstellungszinsen von 1,8%, die sagen wir mal, damit Sie das besser rechnen können, von 2%. Und Sie machen eine Abschreibung von 2%. Das ist schon minimal. Normalerweise rechnen Sie 4%. Machen wir die kleine Summe mit 2%. Sind Sie bei 4%? Wenn Sie den Bereich 4.000 Euro pro Quadratmeter mit 4% verzinsen, dann sind Sie bei 160 Euro pro Jahr pro Quadratmeter. Dann kommt daraus 13,35 Euro. So, das ist bei den niederen Bereich. Das ist der unterste Rahmen. Es sei denn, Sie kommen in die Förderprogramme, aber die Leute, die jetzt 60.000 Euro verdienen, ihre Steuern davon bezahlen, und dann sage ich, ich zahle für eine 100 Quadratmeter Wohnung oder 80 Quadratmeter Wohnung, das geht ja gar nicht, 90 Quadratmeter Wohnung für den Bereich zwei Erwachsene und zwei Kinder, zahle ich jetzt 1.500 Euro kalt, dann kommt noch die Warenkosten dazu. Dann können Sie sehen, wie günstig dieses Gelände dort wird. Und das ist mein Petitum. Aber Herr Lassen, was ist Ihre Alternative? Entschuldigen Sie. Ich sage nicht die Alternative. Ich bin nicht mehr der Stadtplaner hier. Nein, ich mache das Gelände nicht kaputt. Sie sollen nur sagen an der Stelle, was tatsächlich die Rahmenbedingungen sind. Alle warten auf die Rahmenbedingungen. Und das ist der Punkt. Nein, die sind nicht bekannt. In der Breite sind sie nicht bekannt. Und ich sage Ihnen das, was sagen Sie denn zu der Aussage? Das sage ich ja gar nicht zu Ihnen, sondern ich möchte doch wissen, als der hier draußen ist, klar wollen wir alle bezahlbaren Wohnraum. Wir sind alle im Vorwahlkampf. Na klar wollen wir Wohnungsbau. Ich will auch Wohnungsbau. Ich möchte die Stadt weiterentwickeln. Ein Faktor ist der Bereich, dass der Grund und Boden, das ist die Variable, die Sie hätten, dass der Grund und Boden an der Stelle wahnsinnig teuer ist. So, dann müssen Sie auch sagen, das kostet es, dann können ja alle mitlegen. Das ist mein Petitum. Ich will da nur die Wahrheit auf den Tisch legen. Und das ist die Wahrheit. Und wenn Sie hineingehen und sagen, Sie nehmen jetzt die 4%, dann sind Sie bei 20 Euro im Quadratmeter. Das kann ja alles sein. Vielleicht müssen wir andere Wohnformen haben. Jetzt setze ich noch einen drauf. Das ist wirklich wichtig. Wenn Sie mal rumgucken, Freiburg war immer bekannt dafür, richtungsweisende Projekte zu entwickeln. Immer bekannt dafür. Zum Beispiel nehmen Sie mal die Schlossberg-Garage, wo damals die Garagenverordnung gar nicht zusah, dass Wohnungen oben drüber kamen. Da ist die Garagenverordnung geändert worden. Es waren Leute, die dafür gekämpft haben, wie Josef Biel. Der Punkt, der da ist, es gibt andere Länder, die machen den sozialen Wohnungsbau als Privat,
als Privatbauten. Also sie werden privatisiert. Ganz Norwegen macht das. Wo ist denn so ein Thema mal? Da stabilisiert doch ein Gelände. Können wir nicht dann in dem Bereich, wo man höherkostigen Wohnungsbau macht, den praktisch belasten damit, dass das andere bezahlt wird? Also mir ist dieses Thema, Sie entschuldigen jetzt bitte, es geht mir noch nicht um die Fläche. Ich bin nicht mehr der Planer, ich wüsste aber was. Ich stecke mich hier nicht rein. Aber ich sage nur, ich finde es redlich und ehrlich, wenn gesagt wird, wie sehen die Kosten aus. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo es darum geht, ein Gelände abzustecken, was im Prinzip, sagen wir aus der Stadtentwicklung, schon seine Probleme hat. So, Feierabend. Vielen Dank. Machen Sie es. Ich möchte das soll ich aufhalten. Aber es gibt eine Kostenfinanzierungsrechnung, Herr Dasekir, in der eigentlich alles aufgeführt ist, was Sie gerade angesprochen haben. Und natürlich ist es ein schwieriges Gebiet. Natürlich muss man aufschütten. Es gibt die Hochspannungsleitung. Und wir würden uns alle wünschen, dass wir ein einfacheres Gebiet hätten zu bebauen. Sie haben Riesenfeld-West angesprochen. Riesenfeld-West, Naturschutzgebiet, FFH-Fläche. Das kann man gar nicht so einfach bebauen. Wenn das ginge, würden wir das machen, wären wir sofort dabei. Aber Sie wissen genauso gut wie ich, Sie müssen zum Europäischen Gerichtshof, Sie müssen nachweisen, dass es keine andere Fläche in Freiburg gibt, die bebaut werden können. Wir haben jede Menge Wald, Wald ist weniger schützenswert. Aber wir wollen doch nicht anfangen, in Freiburg den Wald abzuholzen. Wir beide machen kein Konkurrenzunterfangen. Ich sage nur, der Punkt ist dabei, die redlichen Zahlen müssen am Tisch und die würde ich ganz gerne, wenn ich eine Antwort zu haben würde. Entschuldigung, dass ich Sie jetzt hier so abwürge. Ich sehe, dazu gibt es sehr viel Gesprächsbedarf. Ich würde nach einem Beitrag von Herrn Kübel, der sich schon vorher angemeldet hat, Sie aber dazu bitten, sich Ihre Gedanken für später, für die Diskussion aufzuheben, dass wir noch auf die anderen Fragen eingehen können, die ja auch sehr wichtig sind. Danke, Herr Metz, ich bewundere Ihre Geduld. Wir haben zu wenige Wohnungen und ich glaube, die Ausgangsposition ist uns allen klar. Aber daraus folgt eben nicht, dass wir Dietenbach bauen, sondern daraus folgt, dass wir uns um die Alternativen kümmern sollen. Und diese Alternativen gibt es und die gehen auch schneller. Und da sind auch zwei Dinge, die miteinander vermischt werden. Wenn da die Rede davon ist, dass unsere Enkel da einmal einziehen können, ist das keine Lösung für Leute, die dringend Wohnraum brauchen. Das funktioniert so einfach nicht. Und das größte Problem bei der Diskussion zwischen Angebot und Nachfrage ist, erstens, ob das so überhaupt funktioniert und was sie von Angebot und Nachfrage haben. Wenn die Erstellung bereits teuer ist, dann haben sie nämlich den Sockel, unter dem sie auch bei noch so viel Angebot gar nicht runterkommen. Es sei denn, sie gehen davon aus, dass die Bauwirtschaft insgesamt zusammenbricht, was ich mir jetzt nicht wünsche. Oder sie übersehen, dass die Nachfrage nicht statisch ist, sondern mit neuem Angebot auch neue Nachfrage entsteht. Insbesondere dann, wenn sie bundesweit ein großes Neubaugebiet bewerben. Und jetzt lasse ich es dabei bewenden. Ja, ich würde auch jetzt zu Ihnen, Herr Metz. Als Vorsitzender des Studierendenwerks sind Sie der größte Anbieter für studentischen Wohnraum hier in Freiburg. Wie macht sich denn das Wohnraumproblem bei Studierenden bemerkbar? Ja, guten Abend, vielen Dank. Sehr spannende Diskussion. Wir als Studierendenwerk haben eben hier in Freiburg Größenordnung knapp 4000 Wohnheimplätze. Es gibt noch die katholische und evangelische Kirche, die zusammen ungefähr nochmal 1000 haben Wohnheimplätze. Das heißt, zusammen haben diese beiden Anbieter, oder die drei, haben zusammen ungefähr 5000 Wohnheimplätze in Freiburg. Und ich fasse die deswegen zusammen, weil eben diese drei nicht am Markt orientiert mit ihren Preisen agieren. Es gibt noch private Wohnheimbesitzer und es gibt noch ganz tolle Lofts, wo sie also dann hier die Zahnbürste und Concierge haben, sage ich mal, braucht sicher die ein oder andere Zahnarzttochter, aber das ist ja nicht der Maßstab. Und wie gesagt, wir haben 5000 Wohnheimplätze, die eben bezahlbar sind und von den Institutionen zur Verfügung gestellt werden. Und die Situation ist, muss man einfach sagen, in Freiburg immer relativ schlecht gewesen, aber die letzten Jahre ist es einfach von relativ schlecht zu extrem schlecht geworden. Und wir als Studierendenwerk können Ihnen ganz klar sagen, da gibt es auch Zeitachsen. Zum Beispiel in 2010 war das angespannt, aber relativ vernünftig. Wir haben aber ein paar Effekte, die es schwierig machen. Ein Effekt ist, es gibt im Prinzip nur noch Wintersemester. Also im Sommersemester, das war vor 20 Jahren, wo die Hälfte der Studenten kam. Und mittlerweile kommen eben 90% zum Wintersemester und nur noch 10% zum Sommersemester. Und das kumuliert sich. Und als Beispiel 2010,
haben wir sicher, wenn wir ein Wohnheim gehabt haben, nach einem Jahr ungefähr 20% Auszug gehabt. In jedem Wohnheim. Klarer Fall, Studenten kommen neu, haben nichts, suchen ein Wohnheim, finden da was, sind da ein Semester glücklich. Zweiten Semester kennen sie noch ein paar Kumpels und dann sagen sie, hey, wir waren da jetzt, ist okay, aber ich will mit dir zusammen wohnen und mit dir. Und dann suchen die sich eine Wohnung, sind aus unserem Wohnheim ausgezogen, haben sich eine Wohnung in Stühlinger genommen, klassischer Fall. Kosten waren im Prinzip gleich und es hat gepasst. Und das funktioniert nicht mehr. Also seit 2010 ist es kontinuierlich abnehmend. Und mit dem doppelten Abiturjahrgang 12-13 haben wir dann zwei Gebäude neu in Betrieb genommen und haben einfach mal ein Jahr später geguckt, wie viele da ausgezogen sind. Das war dann 2014. Und von 13 auf 2014 zwei Gebäude, 200 Wohnheimplätze ungefähr und es sind, sage und schreibe, 4 ausgezogen. 4 von 200. Und das liegt nicht daran, dass wir so tolle Wohnheime bauen. Klammer auf, die sind schon auch schön. Aber der Punkt ist natürlich der, dass die einfach keine Chance haben, Wohnraum zu finden. Das ist das Problem. Und das hat sich im Prinzip bis jetzt fortgesetzt. Das heißt, wir haben für Studierende die Situation, dass die eben kaum bezahlbaren Wohnraum finden und eben, wenn sie mal eine WG suchen, in einem extremen Wettbewerb sind. Das ist natürlich doppelt bitter für Familien, die natürlich genau das gleiche Klientel dann haben für diese Wohnungen. Und deswegen muss einfach in Freiburg da was passieren. Das nochmal als Grundstatement. Jetzt will ich aber nochmal zu dem Thema, was der Daseking gesagt hat. Weil das war das Thema Kosten, bezahlbarer Wohnraum. Und mit Wiesenbach kann man auch keinen Wohnraum bezahlen. Da muss ich ganz klar sagen, die Rechnung als solche ist prinzipiell richtig. Also man hat natürlich 3.000 Euro Herstellkosten. Wenn es günstig ist, kriegt man das ein paar hundert Euro billiger. Wenn es teurer ist, ein paar hundert Euro teurer. Aber das ist richtig, die Zahl. Was er dann gesagt hat, war 4% Abschreibung. Das muss man mindestens rechnen als Investor. Zwei, habe ich gesagt. Genau. Sie haben zwei gesagt und eigentlich müsste man mit 4 rechnen. Zum Beispiel wir als Studierendenwerk rechnen maximal mit 2. Man kann auch mit 1% rechnen. Also das sind so die Punkte, da kommt es dann drauf an. Und in dem Punkt müssen wir als Studierenden ja ganz klar sagen, Wiesenbach ist aus unserer Sicht eben ein Beispiel dafür, dass bezahlbarer Wohnraum umgesetzt werden kann. Das ist eben der Hintergrund, dass die Stadt diese Entwicklung so will und so festlegt. Und wir als Studierendenwerk werden diese Flächen als Erbbaupacht vom Land bekommen. Da haben wir sehr, sehr wenig Kosten. Und wir werden einen Teil der Flächen von der Stadt über dieses Sparkassenmodell kaufen, damit wir unseren Beitrag zur Finanzierung eben dieses Stadtteils da auch tragen. Und in dieser Kofinanzierung kriegen wir das hin, dass eben diese Flächen, die für uns wichtig sind, zu einem Preis zur Verfügung gestellt werden, der uns soziales Wohnen und Bauen da ermöglicht. Und wir haben das kalkuliert und wir kriegen das hin. Und das ist einfach der Punkt, wo wir als Studierendenwerk uns engagieren und da ganz klar sagen, wir brauchen das. Wir haben im Vauban, wir haben an der Technischen Fakultät 500 Wohnheimplätze geschaffen. Das sind Dinge, die wichtig sind, die wir brauchen. Und wenn eine Studentenstadt wie Freiburg, wo 15% der Bevölkerung Studierende sind, und da kommt ein neuer Stadtteil, dann müssen da auch studentische Wohnungen entstehen. Das kann gar nicht anders sein. Und wenn diese studentischen Wohnungen entstehen, dann ist das zum Vorteil für die Urbanität von diesem Stadtteil. Wir sind der Garant dafür, dass wir das hinkriegen, zu sozialverträglichen Mieten zu bauen. Und das kriegen wir auch hin, weil wir die Instrumente haben. Und mit diesem Punkt ist klar, dass diese Bezahlbarkeit da auch umgesetzt werden kann. Und in Wiesenbach haben wir 700 Wohnheimplätze geplant. Das ist eine Planzahl, vielleicht sind es 550, vielleicht sind es 800. Aber diese 700 ist die Planzahl, die gilt, an der werden wir auch festgemacht und die werden wir auch bringen. Und wir können Ihnen zusichern, dass die eben bezahlbar auch umgesetzt werden. Und das wiederum hilft natürlich auch wieder Familien, weil wenn 700 Studierende in Studentenwohnungen untergebracht sind, dann belegen die keine Wohnungen. Insofern ist das ein schlüssiges Konzept, für uns nachvollziehbar bezahlbar und es ist auch ganz klar definiert, dass das
erfolgreich umgesetzt werden kann. Deswegen muss man ganz klar sagen, wenn hier irgendeiner behauptet, das ist alles nicht bezahlbar und das funktioniert nicht, können wir an der Stelle ganz klar sicherstellen, das funktioniert und wir kriegen das hin. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Metz, für diesen Einblick in die Sicht des Studierendenwerks. Es würde mich aber auch noch interessieren, was denn die Sicht der Studierenden an sich ist. Chrissy, auf der letzten Vollversammlung hat die Studierendenschaft sich mit dem Thema Dietenbach auseinandergesetzt. Was war denn der Anlass dazu und warum ist Dietenbach denn ein Thema für Studierende der Uni? Danke. Bei uns war das relativ einfach. Ende Oktober sind Personen auf den Aster der Studierendenvertretung zugekommen und meinten so, Mensch, wollt ihr euch nicht mal zu der Problematik positionieren? Wir haben das dann sehr, sehr ausführlich in unserer Aster-Sitzung besprochen, sind zu dem Entschluss gekommen, ja, wir müssen uns positionieren, aber wir können das nicht einfach so als Aster tun. Wir müssen das tatsächlich mit einem großen Votum machen und deswegen haben wir das als Vollversammlungsantrag getan. Diesen Antrag habe ich geschrieben, basierend auf der Diskussion, die wir im Aster hatten. Im Aster haben wir uns alle sehr positiv über diesen Stadtteil geäußert, denn für uns ist eigentlich schon seit Jahren klar, eins der größten, wenn nicht sogar das größte realpolitische Problem für Studierende hier in Freiburg ist die Wohnraumsituation. Das kann wahrscheinlich jeder von uns nachvollziehen, jeder, der hier nach Freiburg gekommen ist, jeder, der nach einer Wohnung gesucht hat und verzweifelt von WG-Casting zu WG-Casting gelaufen ist oder von Wohnungsbesichtigung zu Wohnungsbesichtigung. Wir haben uns dann hingesetzt, haben aus unserer Diskussion heraus diesen Antrag geschrieben. Der Antrag wurde dann auch noch ergänzt durch andere Gruppen, sodass wir zu einem Antrag gekommen sind, in dem wir diesen Stadtteil unterstützen wollen, aber natürlich nicht bedingungslos. Unsere Bedingungen waren, dass die Dimension studentisches Wohnen mitgedacht werden muss, die Kooperation mit dem Studierendenwerk, dass solche Sachen wie Nachtleben, Kultur direkt in der Planung mitbedacht werden, dass eine gute Anbindung besteht und dass das ökologische Argument mit eingefasst wird. Die Vollversammlung hat darüber abgestimmt, die Vollversammlung war beschlussfähig und wir haben mit 90% diesen Antrag angenommen und uns damit die Studierendenschaft und die Freiburg für diesen Stadtteil ausgesprochen. Ja, vielen Dank, Chrissy. Jetzt war gerade schon die Rede der Vollversammlung. Herr Krüber, im Dezember, wie gerade schon gesagt, letzten Jahres hat sich die Vollversammlung der Studierenden mit großer Mehrheit für die Bebauung von dem Dietenbach-Gelände ausgesprochen. Wieso sollten denn konkret Studierende mit Ja abstimmen? Ich glaube, dass das eine grundsätzliche Überlegung ist. Und jetzt muss ich noch ganz kurz vorweg auf Herrn Metz antworten. Also wenn das Studierendenwerk dort bauen möchte, ist es natürlich eine Position, die ich in einer gewissen Hinsicht als befangen beurteilen würde. Wenn man natürlich da eigene Interessen hat, ist man natürlich tendenziell für diesen Stadtteil. Und jetzt anschließend die Antwort auf die Frage. Ich glaube, dass all die Einwände, die für viele ausschlaggebend waren, überhaupt den Weg für den Bürgerentscheid freizumachen im Rahmen des Bürgerbegehrens, auch für Studierende gelten. Und ich glaube, grundsätzliche Erwägungen sollten für Studierende tendenziell attraktiv sein. Man sollte sich da grundsätzlich eben Gedanken machen, was die richtige Entwicklung ist für unsere Stadt und insgesamt. Es kann nicht sein, dass wir eben in einer grünen Stadt leben wollen, aber Dinge tun, von denen wir im Grunde genommen wissen, dass sie falsch sind. Und wir das deswegen tun, weil uns nichts Besseres einfällt. Und wenn es dann Vorschläge gibt, werden die dann niedergemacht. Und es wird gesagt, ja, das geht ja alles gar nicht. Und die andere Ausflucht ist dann zu sagen, ja, das machen wir ja sowieso. Und dann würde man sagen, müsste man sich logischerweise eigentlich entscheiden. Also entweder macht man es sowieso und dann geht es auch oder es geht nicht. Aber wenn man das mal dahingestellt sein lässt, dann ist es so, dass das Studierendenwerk selbst ja das allerbeste Beispiel von allen dafür liefert, dass unsere Alternativen funktionieren. Da sage ich, gucken wir mal in die Stusi, da habe ich heute nochmal nachgeschaut, da entstehen ja durch die Aufstockung in der Stusi-Siedlung am Seepark mehr Wohnheimplätze, als in ganz Dietenbach zugesagt sind, selbst wenn wir bis ins Jahr 2040 gehen. Ich finde es ein relativ klares Argument zu sagen, dass a, die Alternativen sehr wohl funktionieren und b, dass sie auch deutlich schneller da sind. Und von daher denke ich, sieht man,
dass es tatsächlich funktioniert. Und im Übrigen ist es ja auch so, wenn die Zahl der Wohnheimplätze steigt, die Zahl der Studierenden aber nicht steigt, müsste sich das in der Perspektive in die richtige Richtung entwickeln. Vielen Dank. Herr Metz, Sie haben vorher auch schon von einer Zahl gesprochen, wie viele Studierende denn eventuell in Dietenbach-Gelände einziehen könnten. Wie konkret sind denn die Planungen zu diesem studentischen Wohnraum in Dietenbach bereits vorhanden und ab wann könnten denn dann die ersten Studierenden überhaupt einziehen? Also die Planungen sind eben, soweit der Planungsstand erlaubt, relativ konkret, indem wir eben über eine Größenordnung von eben 700 Wohnheimplätzen reden. Wie gesagt, Vauban ist eine Studentensiedlung in der Größenordnung, an der Technischen Fakultät sind es 550. Das macht aus unserer Sicht Sinn. Diese Fläche ist eben in Abstimmung mit der Stadt und den entsprechenden Erfordernissen und Bezahlbarkeiten erfolgt. Also insofern ist das eine relativ valide Zahl. Klar ist, das wird halt geplant und am Schluss sieht man, wie viel das sind, aber das wird sich in dieser Dimension ganz deutlich darstellen. Das können vielleicht 100 mehr oder 100 weniger sein, aber die Zahl als solche wird da realisiert werden. Das Zweite ist, wir sind eben der Garant dafür, dass es sozial verträgliche Mieten sind, weil wir haben kein Interesse daran, ein Wohnheim zu bauen und dann für 600, 700, 800 Euro zu vermieten. Das macht ein Privatinvestor, der Gewinn machen will. Wir sind nicht gewinnorientiert und unser Interesse ist eben, dass ein Student, der BAföG bekommt, da reingeht. Und die BAföG-Situation ist im Moment zum Glück jetzt mal wieder etwas angepasst. Also da ist gerade die Gesetzgebung so weit fortgeschritten, dass zum 1. September eben der BAföG-Satz fürs Wohnen dann bei 325 Euro sein wird. Und das ist eben die Größenordnung, die jetzt gilt. Die wird in den nächsten Jahren etwas fortentwickelt. Und genau in dieser Dimensionierung werden wir, wenn dann Dietenbach kommt, auch den Wohnraum anbieten können. Die Anzahl und die Größenordnung sind insofern relativ valide. Wir kriegen das hin und das wird auch umsetzbar sein. Das Zeitfenster hängt natürlich davon ab, dass dieser Bürgerentscheid dann so ausgeht und dass die Planung funktioniert und dass das dann auch passieren wird. Wann das jetzt genau ist, weiß natürlich auch kein Mensch, aber wir gehen davon aus, dass in so einer Größenordnung 2025, 2026 da dann die ersten Gebäude stehen werden. Und deswegen ist das eben aus unserer Sicht auch ein Zeitraum, wo das sinnvoll und zweckmäßig ist. Als Antwort noch gerade eben auf die Frage, dass wir eben an der Studentensiedlung diese Verdichtung machen und dass das da funktioniert. Das ist richtig, das machen wir da, das funktioniert da auch, indem wir Wohnraum aus den 70er Jahren abreißen und eben dann neuen an diese Stelle stellen. Das ist ein gutes Konzept, das funktioniert. Auf die Art und Weise können wir eben ungefähr 1200 Wohnheimplätze bauen, aber wir reißen natürlich auch welche ab, deswegen ist der Nettozuwachs ziemlich genau eben in dem, was jetzt auch in Dietenbach sein soll, sondern um die 800 Wohnheimplätze, die eben an der Studentensiedlung jetzt entstehen. Das Schöne an der Geschichte ist, die entstehen eben genau bis zu dem Zeitpunkt, wo dann Dietenbach fertig sein soll. Das heißt, wir haben die Situation, dass wir schön immer Gebäude pro Jahr fertig kriegen, in einer schönen Zeitachse, das immer dann passt, wenn neue Semester da kommen und das im Prinzip relativ gut planbar und relativ ordentlich funktioniert, sodass der Wohnungsmarkt auch für Familien entlastet wird. Und eine Frage ist natürlich auch noch zu sagen, wir haben im Moment 35.000 Studierende in Freiburg. Die ganzen Statistiken, Zahlen gehen von dieser Zahl aus, dass die sich die nächsten Jahre relativ so gleichbleibend entwickeln wird und dann ab 2025, 30 ungefähr insgesamt in Deutschland 20% nach unten geht. Diese 20% ist die bundesweite Zahl. Und ich glaube, da sind Sie mit mir einer Meinung. Natürlich werden die Studentenzahlen ein bisschen sinken, aber Bielefeld, Buxtehude und Osnabrück haben da deutlich schlechtere Karten wie Freiburg. Weil Freiburg ist eine Schwarmstadt, ist attraktiv, hat Top-Hochschulen und Freiburg ist halt leider das, wo die Studenten hinwollen. Und selbst wenn wir sagen, 10% ist die Zahl, wo in Freiburg die Studierendenzahlen zurückgehen, dann haben wir von 35.000 minus 10% immer noch eine Zahl von 33.000. Und wir als Studierendenwerk werden dann eine Größenordnung von 6.000, 7.000 Euro haben. Das heißt, wir reden von 20% bezahlbaren Wohnraum für Studierende. Nur um die Dimension klar zu machen. Und das ist einfach der Punkt, warum das Dietenbach wichtig ist
und es für die Studierenden und auch für alle anderen, die Familien, das dann den Effekt hat, dass es einfach deutlich mehr bezahlbaren Wohnraum gibt. Danke. Ja, vielen Dank. Eine Frage an Christen. Wenn das Dietenbach-Gelände bebaut werden sollte, wird es immer noch Jahre dauern, bis dann überhaupt die ersten Studierenden einziehen können. Viele Studierende von heute haben bis dahin vielleicht ihr Studium schon beendet. Was bringt Ihnen denn der neue Stadtteil? Das ist meiner Meinung nach eine tatsächlich sehr berechtigte Frage, aber auch eine Frage, die sich sehr einfach beantworten lässt. Natürlich bringt der Stadtteil den aktuell eingeschriebenen Studierenden für den studentischen Wohnraum insofern nicht viel, allerdings auch für die Studierenden, die sich entscheiden, hier zu bleiben, ist es natürlich auch eine Option. Aber trotzdem hat auch jeder Einzelne, der an dieser Universität studiert, so ein bisschen, und das ist meine persönliche Sicht, die Verantwortung für die nachkommenden Generationen, die hier an der Universität studieren werden, Probleme anzugehen. Und das sehe ich eben genau mit diesem VV-Beschluss. Das war auch ein Argument, das auf der Vollversammlung genannt wurde, und das habe ich dort auch genauso entkräftigt. Denn die Verantwortung ist einfach da. Um vielleicht noch einmal eingegangen, ganz kurzes Wort zu den Alternativen zu sagen. Ich verstehe mal diese Argumentation nicht so ganz. Wir sagen, wir haben einerseits diesen Stadtteil, wir haben andererseits die Alternativen. Für mich sind es keine trennbaren Sachen. Weil wir wissen, Dietenbach, sollte der Bürgerentscheid so ausgehen, dass es gebaut wird, wird einige Zeit dauern. Das Problem besteht ja in der Zeit trotzdem. Und es gibt Alternativen und diese Alternativen werden ja auch verfolgt. Und wir wissen auch, dass der Stadtteil alleine das nicht schafft. Also es ist meiner Meinung nach immer auch im Sinne der Stadt und so wie ich das bisher wahrgenommen habe, auch immer im Möglichen der Stadt passiert, dass eben zusätzlich zu diesem Stadtteil auch die Alternativen verfolgt werden. Vielen Dank. Herr Dasiking, aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht, welche Rolle spielen denn die Studierenden als Bevölkerungsgruppe in einer Stadt wie Freiburg, gerade auch über längere Zeit hinweg? Also für mich ist der und bleibt der Bereich, die Studierenden allein sind eine entscheidende Gruppe, gerade in einer Stadt wie Freiburg als Universitätsstadt. Ich habe immer in allen Vorträgen und in allen Gesprächen gesagt, die Universität mit ihren Bediensteten und insbesondere den Studierenden ist die Schachdame im Spielfeld Stadt. Ein Oberbürgermeister kann immer so einen Zug machen, die Universität, wenn die nicht in Freiburg wäre, dann wäre das ein völliger, dann wäre Freiburg nicht das, was es ist. Der Part, um den ich immer gekämpft habe und weiterhin kämpfe und ich ja nicht mehr will, ich will nicht aufs westliche Riesenfeld, ja gar nicht, das ist ein Gemeinderatsbeschluss, auch das Dietenbach-Gelände, ich will nur die Transparenz haben. Und zwar sage ich Ihnen auch, weshalb ich die haben möchte. Der Punkt, die Leute in dieser Stadt zu halten, insbesondere für mich, in der Mittelschicht und Sie alle, die Sie studiert haben, was Herr Metz gesagt hat, stimmt völlig. Sie haben das, kommt Sie ja. Das Gelände ist Landesgelände, das kriegen Sie für einen geringen Zins, dann haben Sie nur noch den Part der Baukosten, dann können Sie über ganz bestimmte Programme das runterfahren. Es stimmt alles, kann ich völlig unterschreiben, wir sind völlig deckungsgleich. Völlig deckungsgleich. Der Part, der mich interessiert, ist, dass die Leute hier in der Stadt bleiben, gerade die Jüngeren. Und zwar sage ich Ihnen auch den Grund. Derjenige, der rauszieht, der mischt sich im Prinzip nicht mehr in den Bereich der Stadtkultur und Stadtpolitik ein. Der bringt auch seine Steuer nach draußen, das ist der Part, der nach ihrem Studium passiert. Und es ist im Grunde genommen so, dass er auch als Wähler nicht vorhanden ist. Und ich warne einfach davor, das sehen wir ja beispielsweise in Großbritannien, die Studierenden sind nicht zur Wahl gegangen beim Brexit und haben sich hinterher beschwert. Und ich finde, das ist einfach ein Punkt, wo Sie sich jetzt auch wahnsinnig gut einmischen können. Und ich will nicht mehr, ich bin ja nicht mehr verantwortlich für den Punkt. Aber was ich gerne möchte, ist, dass die Transparenz reinkommt. Was ist es denn jetzt wirklich? Also beispielsweise, wir sind hier gar nicht auseinander. Es gäbe ja eine Möglichkeit, über Genossenschaftsmodelle beispielsweise in Erbach was zu machen. Aber was ich gerne hätte, und ich finde, das muss ein Stadtquartier auch leisten, die Transparenz ist wirklich mal offen zu legen. Und wenn ich jetzt so sehe, große Artikel hier in der Zeitung. Dietenbach soll sich selbst finanzieren. Soll ist ein weiterer Begriff. Entweder wird er sich selbst finanzieren oder er wird sich nicht selbst finanzieren. Auf der Basis, dass da ist, können Sie das völlig errechnen. Und jetzt sage ich Ihnen noch einen Part dazu. Wir haben beim Bereich Bourbon und auch Riesenfeld mit den 60 Euro Eingangswert gerechnet.
die ja parallel wären auch zu dem Bereich von Dietenbachhöhe. Wir haben dann die ganze Infrastruktur umgerechnet und sind bei 400 Euro, knapp 400 Euro sind wir stehen geblieben. Das heißt, zu dem Bereich der Baukosten kamen 400 Euro maximal dazu. Hier sind sie bei 1000 Euro. Was ich nicht mehr oder weniger haben will, ist den Bereich, dass die Gruppierung, die aus ihrem Bereich der Studentenschaft rausgeht in den Arbeitsprozess, hoffentlich hier in Freiburg bleibt, denn die Stadt Freiburg wäre ohne sie als Studierende, wäre das ein Altersheim. Das muss man wirklich umschreiben. Ein richtiges Altersheim. Heißt im Prinzip, dass sie hier auch weiterhin dann den bezahlbaren Wohnraum kriegen. Und ich bleibe dabei. All die Finanzierungsprogramme, Herr Metz, die in dem Bereich der Bezuschussung kriegen, ist für mich nicht die Frage. Wenn die Programme da sind, kriegen sie das. Aber was passiert denn mit denjenigen, die jetzt beispielsweise raus sind, verheiratet oder nicht verheiratet, oder müssen verheiratet sein, verheiratet sind, ein Kind haben und genau über diese Summe hinauskommen, 70.000 Euro verdienen etc. Und dafür möchte ich die Transparenz, finde ich, und ich nicht mehr, aber Sie sollten die Transparenz an dieser Stelle, und noch ist ja das Thema des Entscheidens nicht da, noch ist ja nicht da, aber diese Transparenz und die Offenheit ist nachweisbar, kann nachgewiesen werden und das, finde ich, müsste zu einer solchen Sache wirklich parallel dazu auf den Tisch gelegt werden, um Ehrlichkeit zu haben. Ja? Vielen Dank. Ich würde jetzt mit der letzten Frage die geschlossene Fragerunde sozusagen abschließen möchten, damit wir auch noch auf die offene Fragerunde eingehen können. Frau Jentner, Herr Gröber, Sie haben selbst in Freiburg studiert. Wie war denn die Wohnungssituation für Sie und Ihre Kommilitonen und hat sich die Situation seitdem geändert? Fangen Sie an. Es war damals schon nicht leicht. Damals war die Situation wahrscheinlich noch nicht ganz so angespannt, wie sie heute ist. Damals gab es diese 600 Euro Zimmer in München. Das hat man von Kommilitonen in München immer gehört, dass dort auch im Wohnheim Zimmer zum Teil 600 Euro kostet. Und ich glaube, dass aber in den letzten Jahren, und das sieht man ja auch in der Mietpreisentwicklung, ich glaube 2006 war der Mietspiegel bei 6,91 Euro, heute ist er bei 8,56 Euro. Das heißt, die Mieten sind insgesamt in Freiburg gestiegen. Von daher ist es natürlich heute nicht einfacher, als es damals war. Als ich nach meinem Studium hier eine Wohnung nochmal gesucht habe und umgezogen bin, vor 4 Jahren, das war schwer mit Bewerbungsunterlagen, aber es hat Chris ja auch gerade schon gesagt, es ist, glaube ich, nicht einfacher geworden. Und von daher denke ich, alleine das zeigt schon eine sehr, sehr große Notwendigkeit für mehr Angebot. Und ich glaube, aber das wissen Sie wahrscheinlich alle besser, weil Sie die Studierenden Zimmer suchen, ist nicht besser geworden, als es damals war. Vielen Dank. Herr Krüger. Ja, danke. Ich maße mir nicht an, das wirklich beurteilen zu können. Es gibt 2 Felder, von denen ich denke, dass die da eine Rolle spielen. Das eine ist die Sache Notunterkünfte, gerade zu Semesterbeginn. Da war meine Beobachtung, ohne dass ich mich jetzt da sehr festlegen würde, dass das in Wellen geschieht und dass das eher mal der Fall ist und dann mal eine Phase wieder weniger und dann kommt wieder eine Phase. Preislich ist es mit Sicherheit nach oben gegangen. Ich möchte noch mal ganz kurz auf diese Rechenexempel hinweisen. Frau Jengner, Sie haben gerade gesagt, der durchschnittliche Mietpreis ist um etwa 2 Euro nach oben gegangen. Und nach der Rechnung von Herrn Daseking ist er von den 2 Euro nochmal weitere 5 Euro nach oben gegangen. Ich finde, das muss man irgendwie auch mal berücksichtigen, auf sich wirken lassen. Und zu Herrn Metz möchte ich gerne sagen, ich stimme Ihnen zu 100% zu. Wenn ein neuer Stadtteil Dietenbach gebaut werden sollte, dann gehört es dazu, dass da auch studentisches Wohnen ermöglicht wird. Das ist keine Frage. Aber es ist keine Antwort auf die Frage, soll dort gebaut werden. Das eine kommt logisch nach dem anderen und es kann keine Begründung dafür sein, dass man dort bauen muss. Wenn man andere Möglichkeiten hat, kann man auch andere Wege gehen. Und dann zu Chrissy, also Herrn Gröper. 24.000 Wohneinheiten ist das Potenzial, das unsere Initiative aufgelistet hat. Und ich finde, man sollte an solche Dinge wie Wohnbau einfach rational herangehen, sich fragen, was ist der Bedarf? Also eine realistische Prognose sollte der Ausgangspunkt sein und dann sollte man sich fragen, wie kann man diesen Bedarf decken. Und wenn bei der Bedarfsdeckung sich dann abzeichnet, dass man Dietenbach nicht braucht und es überflüssig machen kann durch Alternativen, indem man eben den Anteil von Dietenbach ersetzt, sogar überkompensiert durch Alternativen, dann ist man aus meiner Sicht raus.
Und abschließend ist für mich einfach wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eben nicht so ist, dass ohne Dietenbach nichts gebaut werden würde. Jedes Jahr werden etwa 800 Wohneinheiten in dieser Stadt errichtet, ganz ohne Dietenbach. Und das sind auf die Jahre aufsummiert sogar mehr als in Dietenbach selbst. Und das muss man dazu auch im Blick behalten. Vielen Dank. Ich würde dann zu der offenen Fragerunde übergehen. Ich fand es interessant, dass eigentlich der ökologische Gesichtspunkt überhaupt noch nicht zum Tragen gekommen ist hier, wo der doch gerade auch die Studenten betrifft, die die Zukunft sind. Und ich weiß nicht, wie sehr die Zahlen tragen, die Gegner dieses Projekts auf den Tisch legen, die sagen, es sind 150.000 Lkw-Ladungen, die zum Auffüllen benötigt werden im Hochwassergebiet. Das sind mehr als 2 Meter. Das ist so viel, berechnet jetzt 16 Mal zum Mond. Das muss man erstmal sitzen lassen. Und das ist überhaupt noch nicht zum Gespräch geworden. Und Sie haben ja auch gesagt, diese 3 Säulen, da gehört auch die Ökologie dazu. Und ich frage mich, wie das jemals sich amortisieren kann. Und das wäre meine Frage, was es dazu für Argumente gibt. Ich weiß nicht, wer darauf antworten möchte. Also der Hochwasserschutz ist in dem Gebiet kein einfacher Punkt. Das mit den Lkw-Ladungen ist so eine Sache. Es gibt oder in der ganzen Bundesrepublik werden Erdaushubdeponien gesucht, weil es gibt viel Erdaushub und der muss irgendwo gelagert werden. Das heißt, wir haben in Dietenbach die gute Situation, dass sozusagen wir damit eine Erdaushubdeponie bieten können und dadurch sozusagen sogar das Land dort aufwerten, indem wir es aus einem Überschwemmungsgebiet in ein potenzielles Wohngebiet verwandeln. Natürlich gibt es ökologische Aspekte, die in Dietenbach schwierig sind. Es ist Flächenversiegelung, das ist richtig. Wir versuchen das aber eben durch ein intelligentes Konzept, indem nur 50 Hektar der 108 Hektar versiegelt werden, die ganze Versiegelung quasi so minimal wie möglich zu halten. Wenn Sie überlegen, wenn man im Umland bauen würde, im Umland wird in der Regel viel niedriger geschossig gebaut, weniger kompakt. Das heißt, da wird für die gleiche Menge an Wohnraum mehr Fläche versiegelt. Jetzt ist Dietenbach auch nicht ein Naturschutzgebiet oder so eine sehr wahnsinnig ökologische Fläche, es ist eine landwirtschaftliche Fläche, das ist richtig und wichtig, aber da wird vor allem Mais angebaut, Futtermais 50%, Weizen und andere eher monokulturelle Dinge. Also man kann da nicht davon sprechen, dass es jetzt eine ökologisch sehr, sehr, sehr hochwertige Fläche ist, aber natürlich ist uns wichtig, dass auch in dem Stadtteil nachher die Ökologie zum Tragen kommt. Auch da werden diese Grünflächen erhalten, die Parks, um auch die Biodiversität in dem Bereich zu erhalten und sozusagen nicht alles zuzupflastern, sondern in einem guten ökologischen Konzept. Ich glaube, eine Mehrheit im Gemeinderat ist auch dafür, den Stadtteil klimaneutral zu bauen. Natürlich trifft es nicht zu, wenn man mit einberechnet, dass man vorher Herstellungskosten hat bzw. Energie braucht, um den Stadtteil zu bauen, das ist ganz klar. Aber das müssen Sie beim Dachgeschossausbau auch machen, darf man auch immer die Energiekosten, die man reinstecken muss. Aber ich glaube, man hat da natürlich die Möglichkeit, ökologisch hochwertigen Wohnraum zu schaffen, mit guter Wärmedämmung, mit hohen Standards, mit hohen ökologischen Standards. Und die Aspekte sind alle, die Sie ansprechen oder auch wahrscheinlich ansprechen werden, richtig. Es gibt ökologische Fragestellungen, es gibt diese Hochwasserfragestellung, es gibt die landwirtschaftliche Fragestellung. Aber letztendlich, wir können da auch noch in die Details, es gibt die Fragestellung, kriegen wir da exakt 50% geförderten Wohnraum hin? Aber was ist denn die eigentliche Frage? Und das, da möchte ich irgendwie nochmal drauf zurückkommen. Das ist nicht leicht und wir haben uns nicht die Fläche ausgesucht, weil wir die jetzt unbedingt bebauen wollen, sondern weil wir auf der wirklich die wichtigste Frage, und das ist die Priorität für uns alle im Gemeinderat, weil wir glauben, dass wir eine Antwort auf das Wohnraumproblem geben müssen. Und da muss man manchmal Dinge in Kauf nehmen, das ist schmerzhaft, das ist nicht immer das, was wir wollen. Und das bedeutet, dass man eben Fläche versiegelt in dem Moment, aber das bedeutet eben auch, dass man Wohnraum schafft und auf einen Weg geht. Und das wurde angesprochen, das hat ja mit Wahlkampf gar nichts zu tun. Das hat was damit zu tun, dass das natürlich nicht allein nur eine planerische Entscheidung ist und dass man in dem Planungsprozess, der ja auch noch nicht abgeschlossen ist, es ist ja so, dass es inzwischen, also ist es gar nicht üblich gewesen bis vor einigen Jahren, dass Bürgerentscheide auch gegen Planverfahren schon stattfinden können. Das heißt, wir sind ja noch in einem Stadium, da gibt es einen Entwurf,
Und ich würde Sie alle einladen, sich mal nochmal auf der Website von K9 die Entwürfe, das ist das Planerbüro, anzuschauen. Da sehen Sie das nochmal detaillierter. Und die Stadtplaner, die können das natürlich auch nochmal plastischer darstellen als wir Politiker. Weil natürlich wissen wir jetzt in manchen Themengebieten etwas Bescheid, aber für uns ist ja die wichtige Fragestellung, wir hören uns alle Argumente an und alle Aspekte, die damit reinstimmen, aber unsere Aufgabe ist, eine Abwägung zu treffen. Wo legen wir die Priorität und wo soll für uns Freiburg hingehen? Und ach, wir haben uns eben mehrheitlich dafür entschieden, zu sagen, es gibt Nachteile, die sind nicht von der Hand zu weisen. Ich glaube, das Schwierigste ist, dass Landwirte dort nicht mehr weitere Flächen bewirtschaften können. Aber für uns steht der Wohnraum und der neue Wohnraum an erster Stelle. Und deswegen haben wir die Entscheidung so getroffen. Und deswegen bitten wir Sie, am 24. Februar mit Nein zu stimmen. Vielen Dank, Frau Jenkner. Herr Kröber, Sie möchten auch etwas dazu sagen. Ja, ich möchte da zwei Dinge anfügen, die mir da sehr wichtig sind. Es ist nochmal dieser eigentlich in gewisser Weise Denkfehler, wenn dann mit dem Ob zu verwechseln. Wenn man davon ausgeht, dass man dort zu 100% baut, bin ich bei einem Plus-Energie-Stadtteil. Zwingend. Denn alles andere ergibt keinen Sinn vor dem Gesamtszenario. Aber wenn, dann heißt nicht ob. Und diese Frage steht jetzt an und die muss geklärt werden. Und das eine ist mit dem anderen nicht zu verquicken. Jetzt gibt es einen Satz, den bin ich mittlerweile ein bisschen leid. Das muss ich jetzt so offen sagen. Das ist der, der lautet, wir haben es uns nicht leicht gemacht. Wissen Sie, davon können Sie sich nichts kaufen. Das bringt auch im Grunde genommen nichts. Das ist eine schöne Beschwichtigungsformel, von der niemand irgendetwas hat. Und wenn man es in den persönlichen Bereich überträgt, merkt man schnell, wie hohl das klingt. Wenn sie ihr Partner verlässt, aber ihn beteuert, dass er oder sie es sich nicht leicht gemacht hätte, denkt sie sich auch, davon kann ich mir auch nichts kaufen. Es bringt einfach nichts. Entscheidend ist, was am Ende getan wird und nicht, was am Ende geredet wurde. Und vor einer Sache möchte ich ganz vehement warnen. Ich glaube nicht, dass der Mensch die bessere Ökologie schaffen kann. Und den Anschein zu erwecken, dass die Fläche nach der Bebauung ökologisch hochwertiger sein könnte, als sie es jetzt ist, halte ich für einen absolut überheblichen Anspruch. Das wird nicht funktionieren. Vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass wir dann kleine Insekten in der Luft herumfliegen lassen, weil wir die echt nicht mehr haben und uns dann einbilden, dass das dann ökologischer wäre. Es wird so nicht funktionieren. Dass im Umland mehr Fläche verbaut werden würde, ist völlig richtig. Aber die Alternative stellt sich gar nicht. Es ist nicht so, dass in Dietenbach gebaut würde oder im Umland. Es wird in Dietenbach gebaut und im Umland. Also können Sie dadurch einfach kürzen. Das Argument geht völlig ins Leere. Beim Hochwasserschutz ist es nun so, dass das Ganze auf einem gewissen Trick beruht. Das Hochwasserschutzrecht ist ja nicht dafür gedacht, dass man dann immer 3 Meter hoch aufschüttet, um es irgendwie zu umgehen, sondern ist dazu da, einen Hochwasserschutz sicherzustellen. Und das so auszulegen, ist doch eine gewisse neue Art der Rechtsauslegung in diesem Bereich. Das haben Experten so auch festgestellt. Nochmal zurück zur Ausgangsfrage und zur Ökologie. Ja, es ist eine wichtige Frage. Wir haben ja sehr viel über das Wohnen gesprochen, über die Ökologie sehr wenig. Jetzt will ich Ihnen natürlich nicht in den Rücken fallen mit Ihrer Frage, aber man muss eines auch klarstellen. Das mit den LKW-Ladungen ist tatsächlich ein zweischneidiges Ding. Man kann es nämlich so oder so rechnen. Und wenn man überlegt, was in unserem Land und auf der ganzen Welt alles so verfahren wird bei jeder Baustelle, dann ist das halt ziemlich viel. Ich glaube, dass das Hauptargument dabei ist, dass die Fläche einfach nicht geeignet sein kann. Das bleibt in jedem Falle übrig, egal wie Sie rechnen. Eine Fläche, bei der eine solche Erdbewegung stattfinden muss, kann für eine Bebauung nicht geeignet sein. Vielen Dank. Ich würde Sie bitten, dass Sie, wenn Sie möchten, wenn Sie ansprechen, auch gleich den Namen dazu sagen. Die nächste Frage von Herrn Laboe. André Heuss ist mein Name. Der Herr Drasekin hat zwei Werte genannt, Transparenz und Ehrlichkeit. Also ich werde noch mal ein paar Themen dazu sagen. Herr Kröber, bei Ihnen hapert es teilweise mit der Ehrlichkeit, wenn Sie die These hier aufstellen, Landwasser, Weingarten, Wieselfeld, Vauban haben das Wohnungsproblem nicht gelöst oder nicht entschärft, dann ist das schlicht und ergreifend falsch. Zu diesem Zeitpunkt gab es jeweils eine Entlastung. Das ist objektiv so gewesen, bei allen vier Fällen. Bloß da, wo Sie anfangen, als man mit Landwasser und Weingarten begonnen hat, da hatte Freiburg 170.000 Einwohner. Dann
Dann sagen Sie bitte allen, die hier im Raum sitzen, Sie sind hier nicht erwünscht, weil Sie sind nicht im Elisabeth-Krankenhaus geboren worden und Sie sollen hier in Freiburg nicht wohnen und Wohnraum in Anspruch nehmen. Freiburg ist gewachsen, ja, Freiburg ist stark gewachsen. Ich sage auch nicht, dass Freiburg, dass wir einer endlosen Wachstumspolitik hinterherhinken müssen oder hinterherlaufen müssen, aber so ist einfach die Situation gewesen. Es ist weiterhin so gewesen als Wieselfeld und Vauban, das kann der Herr Lasekind, denke ich, auch sauber bestätigen, zu diesen, als die beiden Stadtteile entwickelt wurden. Da ist im Umland, da sind viele Familien, viele Menschen aus dem Umland wieder nach Freiburg zurückgekommen. Es gibt Statistiken zum Wieselfeld, zum Vauban, 80% kommen aus Freiburg oder aus dem näheren Umland und nicht irgendwelche Leute aus Hamburg oder sonst irgendwas, die Sie die ganze Zeit zitieren. Also das ist einfach nicht korrekt, was Sie hier sagen und hat mit einer ehrlichen Debatte nichts zu tun. Sie schreiben in dieser Darstellung Sonderveröffentlichung des Amtsblatts, das würde 5.000 Euro den Quadratmeter kosten in Liebenbach. Der Herr Metz hat ja dankenswerterweise die Zahlen schon richtig gestellt. Der Herr Lasekind hat sie auch richtig gestellt. Wir reden schon mal über 1.000 Euro Unterschied. 1.000, ja. Warum verkaufen Sie die Freiburger Bevölkerung für so doof, dieses alles zu glauben? Das hat eine Ecke persönlicher. Ja, das hat aber was mit Fakten zu tun, die Sie nicht sauber darstellen. Das ist ein Problem. Ganz kurz, Entschuldigung, dürfen Sie bitten, sich knapsen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Darf ich? Können wir gerne machen zur Transparenz von Herrn Lasekind. Zur Transparenz gehört auch, Sie haben Wieselfeld und Vauban ja zitiert und die Preise, die wir da hatten bei den Grundstücken, alles bekannt und dass man inzwischen doppelt so teuer oder noch mehr als doppelt so teuer ist, ist so. Zur Transparenz gehört auch dazu, wir haben damals 6% Zinsen gehabt, inzwischen haben wir 1,5% Zinsen. Das gehört zu dieser Wahrheit einfach auch mit dazu. Wir haben deutlich höhere Baukosten, ja, ist so. Aber nichtsdestotrotz kann man hier bezahlbaren Wohnraum schaffen. Ich bin 100% bei Ihnen, Herr Lasekind. Wenn Sie, sage ich mal, mahnend sagen, 50% sind gefördert und was passiert mit den anderen, da muss man drüber nachdenken und das ist auch sicherlich nicht zu Ende. Aber da gibt es Modelle, da gibt es sehr viele Modelle. Die müssen aber auf den Tisch. Kann ich Ihnen sofort sagen, ich arbeite in der Branche, deswegen habe ich einen gewissen Sachverstand. Ich arbeite nicht in Freiburg, ich bin insofern nicht befangen, Herr Kröber, anders als der Herr Metz, wie Sie es ja eben unterstellt haben. Wir arbeiten in München, da sind 90% in städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen gefördert oder preisgebunden. Da sind 50% von 100, also 90% vom Gesamten sind gefördert bzw. preisgebunden und Sie haben zwischen 40% und 50% haben Sie den konzeptionellen Mietwohnungsbau, das ist frei finanzierter Mietwohnungsbau zum Mietspiegel für genau diejenigen, die Sie ansprechen, Herr Lasekind, die nämlich über den Fördergrenzen liegen und wo man gerade das Ziel hat, dass sie nicht das Stadtgebiet verlassen. Ja? Und da muss man weiter dran arbeiten und da gibt es Modelle und die werden wir auch vor dem Bürgerentscheid noch ausführlich diskutieren, da können Sie sicher sein, Herr Kröber, weil so einfach lassen wir Ihnen das hier nicht durchgehen. Ein letzter Punkt noch, das sind die LKWs. Wirklich der allerletzte, sorry, aber die LKW-Ladungen, die kommen zu einem sehr hohen Anteil aus den Infrastrukturmaßnahmen der Deutschen Bahn. Bürgertrasse als Stichwort im Markgräfler Land, kräftiger Tunnel quasi oder tunnelähnliche Bauwerke, riesige Mengen an Erdaushub, die hier anfallen werden und die hier zwischengelagert werden sollen. Man kann jetzt ausrechnen, das sind 150.000 LKWs, keine Ahnung, habe ich nicht überprüft und den Mond. Aber wenn die nicht in Freiburg landen, dann landen sie irgendwo anders, weil diese Infrastrukturmaßnahmen, die werden stattfinden, der Aushub wird stattfinden. Dann ist die Entfernung doppelt so groß, dreimal so groß, fünfmal so groß. Die Projekte, die wir in München machen, da fahren die Erdbauer bis nach Sachsen oder Sachsen-Anhalt, um hier ganz normalen Erdaushub wegzubringen. Ja? Also das ist einfach auf einem verdammt dünnen Eis, was hier teilweise von zu lesen ist und deswegen kann ich nur dringend da appellieren, so wie der Herr Lasekind es gesagt hat, erstens wählen gehen und zweitens ein entschiedenes Nein. Danke. Dankeschön. Ich würde Sie bitten, nur noch Rückfragen zu stellen oder Fragen zu den Referentinnen. Ja, du. An Frau Jenkner, Sie haben bezahlbaren Wohnraum gesagt.
was bedeutet das konkret in Mietpreiszahlen? Wie viel soll das im Endeffekt werden? Und das wurde jetzt die ganze Zeit gesagt, 50%. Das heißt jetzt mal gar nichts, von wem wird das entschieden und bis wann? Also wovon hängt das ab, dass das dann auch konkret umgesetzt wird? Bezahlbarer Wohnraum lässt sich natürlich heute mehr für in 10 Jahren definieren, weil wir natürlich noch nicht genau wissen, wie die Baukostensteigerung bis dahin aussieht und wie es dann konkret am Ende kostet. Bezahlbarer Wohnraum definieren wir heute so um die 9,50 Euro den Quadratmeter. Die geförderten Wohnraumräume liegen bis zu 30% unter diesem 9,50 Euro Mittelwert. Aber das sind natürlich Zahlen, die für heute gelten und es entwickelt sich natürlich auch mit bei steigenden Lebenshaltungskosten, bei steigender Inflation. Das heißt, das wird man dann da neu berechnen müssen. Deswegen ist es, glaube ich, nicht seriös, jetzt da einen festen Wert zu sagen. Aber das sind die Werte, mit denen wir heute für heute rechnen. Und das wird natürlich dann angepasst für Dietenbach, wenn dann dort die ersten Wohnungen stehen. Also das kann man sich darunter vorstellen. Und die Anteile, die werden natürlich, also dadurch, dass es eine Vorplanung ist, wir müssen natürlich in dem Moment dann auch, das wird Herr Daseking bestätigen, das hatte man im Riesenfeld das Problem, es wird dann Bundesförderprogramme geben, Landesförderprogramme für Wohnraum und die werden wir dann natürlich alle ausnutzen und dann wird, wie der Herr oben auch schon angesprochen hat, es wird natürlich nicht nur die sozial geförderten Wohnraummöglichkeiten nach Gesetz geben, im Gutleutmarken gibt es ja auch preisgedämpften Wohnraum bereits, das ist sozusagen städtisch zusätzlich geförderte Wohnraum für die Einkommensgrenzen, die Herr Daseking auch schon oft angesprochen hat, die eben gerade über den Sozialförderungsgrenzen liegen. Das sind ganz wichtige, das sind für uns auch ganz, ganz wichtige, dass eben nicht das passiert, dass sozusagen man 50% gefördert hat, die aber nur sozusagen restriktiv angegangen werden können, sondern dass auch in den anderen 50% des Wohnraums Wohnraum entsteht für die Leute, die gerade über der Grenze sind. Aber wie ich gesagt habe, es ist, glaube ich, auch nicht schlecht, in einem Quartier auch ein bisschen hochpreisigen Wohnraum zu haben, um vielleicht aus der Kernstadt ein paar Leute sozusagen aus günstigeren Wohnungen zu holen, um eine gute soziale Durchmischung zu haben. Weil es ist nachher ja auch ganz wichtig, dass das Quartier ganz viele unterschiedliche Menschen dort aufnehmen kann, aus unterschiedlichen Einkommensklassen, weil das stabilisiert so ein Stadtteil, ist ganz wichtig. Da kann der Soziologe wahrscheinlich inhaltlich noch viel mehr dazu sagen als der Politiker, aber genau das ist das Ziel. Und da muss es einen guten Mix geben, natürlich auch aus Eigentum uns ist, also das ist meiner Fraktion auch sehr wichtig, dass man irgendwie auch Eigentum erwerben kann. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich mit 70 dann noch eine Rente bekomme und wie hoch die Rente ist. Und deswegen glaube ich, dass es ganz entscheidend ist, dass man auch in unserem Alter oder in Ihrem vielleicht dann noch mal eher als in meinem irgendwann vorsorgen kann oder zumindest einiges an Eigentum gebildet hat. Weil auch jetzt schon haben wir die Situation, dass einige Menschen aus ihren Mietwohnungen bei Renteneintritt raus müssen, weil sie sich die Wohnung nicht mehr leisten können. Und das ist für uns, ehrlich gesagt, eine soziale Schwierigkeit. Das wollen wir natürlich auch vermeiden. Deswegen müssen wir zum einen sicherstellen, dass die Mietpreise dort lange gebunden sind. Wir haben, wie gesagt, jetzt Projekte mit bis zu 60 Jahren Mietpreisbindung. Das ist ganz entscheidend. Und eben, dass wir Leute in Eigentum bekommen können, damit die nicht in der Rente in sozialen Fallen kommen. Das ist ganz entscheidend. Frage dann grob beantwortet. Und wovon hängt denn dann konkret ab, dass das auch so umgesetzt wird? Also nein. Also wovon hängt das jetzt ab, dass diese Verteilung von Eigentum kaufen können, 9,50 Euro pro Quadratmeter ungefähr, vielleicht sind es dann 11,50 Euro oder was auch immer. Und wovon hängt es jetzt ab, dass diese Verteilung, die Sie jetzt genannt haben, dass die super vielfältig ist, wovon hängt es im Endeffekt ab, dass das auch wirklich so umgesetzt wird? Von dem Beschluss des Gemeinderats, der bereits gefällt ist. Der Beschluss besteht, dass dort 50% sozial geförderter Mietwohnungsbau entsteht. Das wurde bei Gutleutmarken, wie gesagt, schon so gemacht. Das im Vermarktungskonzept, also wenn die Grundstücke vergeben wird, steht im Kauf im Grundbuch drin, dass der Käufer 50% öffentlich geförderten Wohnraum dort bauen muss. Und damit ist sichergestellt, dass das umgesetzt wird. Plus Fördermittel. Plus Fördermittel natürlich. Also der baut, kriegt dann die Fördermittel, das ist klar. Aber es geht ja um das Ziel, dass der Wohnraum dort entsteht. Aber dadurch, dass wir das festschreiben beim Verkauf der Grundstücke und die Grundstücke erwerben wir ja über die Sparkasse. Die Sparkasse macht mit uns gemeinsam dieses Konzept und die Sparkasse muss bei ihren Verkäufen auch genau diese Richtlinien, die der Gemeinderat beschließt, in die Grundbücher mit reinschreiben und damit kann man das sichern. Vielen Dank. Das war so laut. Dort irgendwo auch noch eine Frage? Ja, ich hätte eine Frage an Sie, Herr Gröber. Ich habe mich
für ein Referat mit beiden Seiten beschäftigt und unter anderem auch Ihre Internetseite da so angeguckt und hatte so das Gefühl, dass Sie da zwar bei diesen Argumenten von A bis Z sehr viele Argumente vorbringen, die sich aber im Endeffekt ab dem fünften ein bisschen wiederholen, weil es immer auf den Aspekt der einerseits der Nachhaltigkeit angeht und auf der anderen Seite diesen Aspekt, die Stadt gaukelt in Alternativlosigkeit und in Wohnungsnot vor, die es so gar nicht gibt. Deswegen wäre das meine erste Frage. Machen Sie nicht durch auf Ihrer Website im Prinzip das Gleiche, nur auf der anderen Seite, dass Sie quasi eine Alternativlosigkeit zur Alternativlosigkeit aufbauen? Und die zweite Frage wäre, wenn sich mal die Linke und die CDU und die Partei sogar für ein Projekt gemeinsam aussprechen, warum kann es dann so schlecht sein? Sehr gut. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich fange mal hinten an. Wie kann eine Allparteienkoalition daneben liegen? Ich glaube, es gab auch eine Mehrheit damals 2006, als die Stadtbau verkauft werden sollte. Da haben es die Bürger auch anders gesehen. Es gibt auch Beispiele, eine ganze Reihe von Bürgerentscheiden, bei denen es sehr, sehr eindeutige Voten im Gemeinderat gegeben hat und die Bürgerschaft dann ein anderes Votum gefällt hat. Das ist durchaus möglich. Und ich glaube, dass diese große Einigkeit daher kommt, dass das jetzt sozusagen eine Art Kampfeslinie ist, um Dietenbach zu bekommen. Diese Linien werden aber aufbrechen, je nach Ausgang des Bürgerentscheids, weil jede Gruppierung ihr eigenes Dietenbach im Kopf hat. Und es ist nicht so, dass alle Gemeinderatsfraktionen, Frau Jenkner ist ja da, so ganz sicher und überzeugt von der 50%-Quote sind. Auch da wird es sicherlich nochmal Diskussionen geben. Von daher glaube ich, dass die Einigkeit nicht so groß ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Und wenn Sie jetzt auf die Alternativen zu sprechen kommen, ja, ich denke, es ist schon wichtig, dass man diese Alternativen überhaupt ins Spiel bringt. Und es ist ja nicht so ganz einfach, denn als Bürgerinitiative hat man keine komplette Stadtverwaltung und man hat auch jetzt viel weniger Zeit gehabt als die andere Seite. Und trotzdem muss man versuchen, ein plausibles Konzept zu erstellen. Und das ist ein wichtiger Punkt und deswegen ist das Thema Alternativen dort ganz präsent. Und dass da Nachhaltigkeit häufiger vorkommt, das kann ich jetzt auch nicht bedauern. Ich kann auch nicht garantieren, dass jedem die Seite gefällt. Also. Vielen Dank. Ich würde jetzt noch eine letzte Frage annehmen. Ja, also mein Name ist Lotte Kube und ich möchte wissen, warum es diese Preisbindung, also die Mietpreisbindung zu bezahlbarem Wohnraum, warum die auf 60 Jahre reduziert ist, weil das ist ja auch nicht viel, wenn man sich vorstellt, dass jemand einzieht und dann als Rentner ausziehen muss, erfüllt das ja auch nicht den Sinn. Also warum kann das nicht unbegrenzt festgelegt werden? Also ich glaube, das sind, also zum einen gibt es da gesetzliche Regelungen, also ich glaube, das ist ziemlich das Maximum, ich bin jetzt da kein Bauexperte. Es ist aber natürlich auch so, dass es für den, der da bauen soll, sich auch am Ende irgendwie rentieren muss. Also der muss zumindest nur auf Null rausgehen, das ist ganz klar. Also wir werden es nicht erleben, dass irgendjemand baut und da mit einem Minus am Ende rausgeht. Und das ist, sind tatsächlich die maximalen Fristen, die man da erwarten kann. Das heißt, komplett sozialer Wohnungsbau ist eigentlich unrentabel und unmöglich. Also wir haben ja, es gibt ja verschiedene Modelle. Es gibt ja die Wohnungen, die schon zum Beispiel auch von der Freiburger Stadtbau selbst gebaut werden. Die wird auch dort mehrere tausend Wohnungen bauen und das bedeutet, die sind ja bei uns im Bestand und die werden auch weiter nach sozialen Kriterien und sozial gebunden vermietet. Das ist natürlich was anderes, aber wir zwingen natürlich jetzt auch und deswegen glauben wir, dass wir da den bezahlbaren Wohnraum auch in der Menge bekommen. Wir zwingen sozusagen ja auch alle anderen, den Wohnraum mit für uns zu erstellen. Und dann muss man natürlich schon in der Abwägung sein, dass ich auch für den, also es muss sich, die anderen 50%, die da entstehen, dürfen ja auch nicht so teuer werden. Und dann sind wir bei dem vorderen Problem, dass es sich gar nicht mehr rentiert. Und deshalb sind ja die verschiedenen Aspekte, sind dann eben die Höhe der Förderung, die das Land oder der Bund dazu gibt, sind die Länge der Bindung, also wie lange muss ich das in dieser günstigen Miete vermieten und ab wann kann ich vielleicht eine normale Mietspiegelpreismiete einnehmen, um eventuell meine Baukosten auch wieder zu refinanzieren und wie viel kann ich aus dem anderen Bereich holen. Und das muss man, glaube ich, in einen
ausgewogenen Dreiklang bringen. In Rieselfeld hat man das mit dieser 30-30-30-Lösung ganz gut hinbekommen. Und Herr Röber hat es angesprochen, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ansätze. Und ich glaube aber, abhängig wird es vor allem sein von den Bundesfördermitteln und den Landesfördermitteln, die wir dann zur Verfügung haben. Und dann kann sich auch klar entscheiden, wie der Mix dort konkret aussieht. Aber alle haben festgesetzt, und deswegen möchte ich nochmal widersprechen, 50% öffentlich geförderter Wohnraum soll dort auf jeden Fall entstehen. Für uns ist da auch eben Eigentum dabei, weil wir Eigentum auch wichtig halten. Es gibt viele, die da auch nur Miete sehen wollen. Aber ich glaube, dass das natürlich noch diskutiert werden muss. Es ist bisher eine Planung. Es geht noch weiter. Es ist ja noch nicht ein finaler Stadtteil. Wir dürfen ja gerade gar nicht weitermachen. Wir warten jetzt bis zum 24. Februar und wir würden gerne an der Stelle weiter planen, weiter arbeiten. Und dazu brauchen wir aber erstmal den Bürgerentscheid. Vielen Dank. Ich sehe, dass Herr Kröber und Herr Metz auch noch darauf antworten möchten. Ich bitte Sie, sich sehr kurz zu fassen, da wir nur noch 10 Minuten in diesem Raum gebucht haben. Und ich möchte an alle Rednerinnen hier auch schon mal oder sagen, dass wir gerne noch eine Abschlussrunde machen würden. Wie würden Sie denn den Studierenden raten, abzustimmen? Dass Sie sich auch ganz kurz halten, wenn es geht. Vielleicht Herr Kröber als erstes zu der Frage davor. Ja, danke. Das ist eigentlich eine historische Frage, weil das auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgeht, als die entsprechenden Förderprogramme auf den Weg gebracht wurden. Die sind mit Veränderungen bis heute fortgeschrieben worden. Die Grundannahme, warum es überhaupt Fristen gibt, ist, dass man davon ausgegangen ist, dass die Probleme auf dem Wohnungsmarkt in absehbarer Zeit lösbar sind. Bis dahin hat man Fristen und wenn die auslaufen, dann ist sozusagen der Markt wieder vollumfänglich zuständig. Das ist quasi ein Webfehler des Systems. Sie können es umgehen, wenn Sie beispielsweise auf Projekte wie das Mietshäuser-Syndikat setzen. Die machen das so, aber Herr Dasiking hat völlig richtig darauf hingewiesen, dass man mit solchen Akteuren keinen ganzen und erst recht keinen so großen Stadtteil bauen kann. Ich glaube, das Votum, für das ich werbe, ist einigermaßen klar. Natürlich würde ich mich freuen, wenn Sie mit Ja votieren. Das ist keine Frage, aber ich würde mich auch sehr freuen, wenn Sie überhaupt zur Abstimmung gingen. Danke. Also nochmal die Antwort da. Aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass eben ein Gebäude 50 Jahre genutzt wird, das ist der Planungszeitraum. Deswegen sind kürzere Fristen die Regel und diese 60 Jahre sind schon eine ziemlich maximale Frist, die da ist. Eben weil man erkannt hat, dass so eine Mietpreisbindung auch über einen kompletten Lebenszyklus möglich ist und das so erhalten will. Aber der Regel von einem Gebäude ist eigentlich 50 Jahre, deswegen ist das mit dem Technik so zu sehen. Wir als Studierendenwerk sehen das ähnlich wie er. Wir sagen, als Studenten sollen sie abstimmen gehen. Und sie sollen so abstimmen, wie sie persönlich das für richtig halten. Das ist die entscheidende Botschaft. Also gehen Sie hin und stimmen Sie ab, das ist das Entscheidende. Wir haben ein paar Argumente geliefert, warum das auch Nein sein kann, aber das muss jeder selber entscheiden. Danke. Ganz kurz, da gerade auch schon der Hausdienst reingekommen ist und auf die Uhr gezeigt hat, bitte halten Sie sich ganz kurz. Danke schön. Herr Dahlke? Ich habe hier mein Ziel im Prinzip gegeben. Ich habe gesagt, ich bin für, jetzt darf ich auch mal ihr runterhören. Ich habe mein Petitum hier abgegeben. Städte entwickeln sich weiter. Und das Stehenbleiben heißt im Prinzip letztendlich eine Rückwärtsrolle. Ich kann Ihnen nur noch mal sagen, dass ich mit den Bereichen Rieselfeld und vor allen Dingen Vauban und meinen Überlegungen zur Stadtentwicklung, da gibt es so ein Heft darüber, weltweit unterwegs bin. Die Welt guckt, ich sage ja nicht die Welt, aber Europa hat ja an vielen Stellen Bedarf, Neues zu entwickeln. Und sie gucken mit Vehemenz, gucken sie hierher, ob wir sowas auf die Beine stellen, aber dann auch die Bedingungen, zu denen wir das auf die Beine stellen. Und ich bleibe jetzt nochmal dabei. Ich glaube, dass Städte generell, weil das Thema Mietwohnungsbau ja unter dem Aspekt auch der Veränderung der Bevölkerungsstrukturen, auch der Arbeitsplatzsituation ein völliges anderes wird, ist neben dem Bereich des Teileigentums, auch Eigentums, ist einer der ganz entscheidenden Punkte. Und dieses Thema muss gerade in einer Universitätsstadt wie Freiburg, neben dem Bereich des studentischen Wohnens, ist für mich überhaupt kein Thema, also Thema ist es schon, aber das kann man abhaken, muss
ein kalkulierbarer Faktor sein, der auf Dauer gewährleistet ist. Und ich glaube, wenn Sie es mal wirklich definieren, dann ist das ehemalige Genossenschaftsmodell, was ja ein hervorragendes war, aber was davon ausging, ich habe den Grund und Boden und bevor ich plane, und jetzt kommt es, bevor ich drangehe, habe ich den Grund und Boden, denn sonst sind Sie auf hoher See. Und Sie wissen auch, dass im Bereich der Landwirtschaft die Landwirte nach den Gesetzgebungen aus den 50er Jahren einen Sonderstatus haben. Bin ich der Auffassung, dass einige Fragen bisher für diesen bezahlbaren Wohnraum, der nicht gefördert ist, sondern für diejenigen, wo Sie ja mal hinstreben, dass der nicht ausreichend, bisher dargelegt wurde. Wir haben das beim Rieselfeld damals anders gemacht. Und ich gehe einfach davon aus, dass diese Transparenz kommen müsste und noch ist Zeit, dass die Transparenz auf den Tisch kommt. Und wenn dieses Gebiet, was im Prinzip im Stadtkörper nicht das optimale Gebiet ist, mit all den Rahmenbedingungen, die da sind, internationale Gasleitung, zwei Hochspannungsleitungen, Lärm von dem Zubringer, Einfahrtssituation, wir sind mal ausgezeichnet worden für die Einfahrt, wenn man das alles aufgibt, kann man ja machen, der Beschluss ist da, da muss aber diese Art von Transparenz, nämlich wie mache ich das, um tatsächlich für diese Leute den Wohnraum zu kriegen, das muss auf den Tisch und das müsste bis zum 24. noch klar und deutlich definiert werden. Das ist die Aufgabe der Verwaltung. Mehr habe ich nicht zu beraten. Aber ich bin nicht mehr der Planer. Ja, man kann sich aber bei den Planern auch noch über viele dieser Aspekte informieren. Es gibt im Internet da viele Informationen dazu. Und ich möchte dafür werben, am 24. Februar mit einem Nein zu stimmen. Denn ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns als Stadtrat weiterentwickeln können, dass wir die Möglichkeit bekommen, dort den bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, dass wir vielleicht das Vertrauen bekommen, dass wir das auch hinbekommen, dass wir es schaffen. Wir haben es in Gutlautmatten geschafft, wir haben es an vielen anderen Stellen geschafft, wir haben es bei Rieselfeld und Vauban geschafft, auch mit einem positiven Ergebnis abzuschließen, das sich selbst bezahlt hat. Und ich glaube, die Alternativen, die wir haben, reichen einfach nicht aus, um eine Antwort auf diese Wohnraumfrage zu geben. Die Innenverdichtung, ich habe von ganz vielen heute ganz viele Bedenken gehört, alles, was alles nicht geht, warum es in dem Stadtteil schwierig wird, was alles nicht funktionieren wird. Aber ich glaube, relevant ist doch, wenn wir es nicht anpacken, dann kommen wir nicht voran. Und deswegen, wir brauchen den Stadtteil, wir brauchen Wohnraum. Und geben Sie uns die Chance, weiterzumachen und stimmen Sie am 24. Februar mit Nein. Kurz und knapp, dass Sie einsatz. Ja, in meiner Funktion bin ich eigentlich an das Votum der Volksversammlung gebunden. Aber ich persönlich, Freiburg muss sich als das begreifen, was es ist, eine heranwachsende Großstadt. Und deswegen gibt es nur eine Möglichkeit, uns beim Bürgerentscheid mit Nein zu stimmen. Vielen Dank, schönen Abend.